vielen Dank, Renate. Vielen Dank, dass Sie und dass ihr so zahlreich da seid. Ich habe hier gehört, es gibt starke Konkurrenz in der Stadt, eine Veranstaltung mit Sarah Wagenknecht und Herrn Maxton vom Club of Rome. Schön, dass so viele da sind. Unsere Idee ist, dass wir... ich stelle es mal so ein bisschen höher. Okay. Unsere Idee ist, dass ich jetzt erstmal 45 Minuten Überblick gebe, einen großen Rundumschlag, wenn man so will, mache. Und wir dann zusammen mit Renate erstmal hier in Gespräch gehen mit einigen Fragen und wir dann auch noch genügend Zeit haben für eure Fragen und die Diskussion. Ist das Mikrofon überhaupt an? Ja. Hört ihr gut? Ja. Okay. Also das erste Buch, Das Ende der Megamaschine, umspannt einen sehr großen historischen Rahmen, 5000 Jahre, und erzählt sozusagen die Vorgeschichte, wie wir in die ökologischen und sozialen globalen Krisen reingekommen sind. Und ich wurde immer gefragt, na, geht es nicht ein bisschen kürzer? 5000 Jahre ist ja schon ganz schön viel. Ich habe gesagt, nee, eigentlich nicht, man muss schon ziemlich weit zurückgehen. Aber 5000 Jahre sind eigentlich gar nicht so viel, wenn man sich mal die Geschichte des Homo sapiens anschaut, der nämlich mindestens 200.000 Jahre auf dem Planeten ist. Komischerweise nennen wir nur die letzten 5000 Jahre Geschichte. Was davor ist, ist Vorgeschichte. Warum? Millionen Jahre sind sie natürlich. Ja, je nachdem, wie man es definiert, jedenfalls. Gibt es uns schon ziemlich lange, aber nur die letzten 5000 Jahre bezeichnen wir als Geschichte. Warum? Weil das eben Geschichte häufig als Geschichte von Herrschaftssystemen geschrieben wird, in der Regel. Und die ersten sind vor 5000 Jahren in Mesopotamien entstanden. Das ist also der Bogen von dem ersten Buch. Und das zweite beschäftigt sich jetzt mit der gegenwärtigen Situation und auch einer Perspektive für einen tiefgreifenden sozialen und ökologischen Umbau. Der Ausgangspunkt sind die globalen Krisenprozesse. Und das ist vor allem zunächst eine Krise des Lebens auf der Erde. Wir haben das größte Artensterben, wir, das heißt die industrielle Zivilisation, seit 65 Millionen Jahren in Gang gesetzt. Es gab in der Geschichte des Planeten 5 große Artensterben, die Big Five, und das ist das Sechste. Das ist also eine Dimension, die weit über die menschliche Geschichte sogar hinausgeht, die Krise des Lebens. Wir verlieren etwa 1% unserer fruchtbaren Böden jedes Jahr, vor allem durch die industrielle Landwirtschaft. Und bewegen uns auch in vielen Teilen der Erde in eine Süßwasserkrise hinein. Das kommt durch den Klimawandel natürlich, das kommt aber auch dadurch, dass wir die unterirdischen Wasserspeicher, die sogenannten Aquifere, die Jahrtausende brauchen, um sich mit Wasser aufzuladen, in sehr schnellem Tempo leerpumpen, vor allem durch die industrielle Landwirtschaft wieder. Und zu all diesen Dingen kommt der Klimawandel hinzu, verschärft diese Krisen. Wir befinden uns auf einem Pfad von 3 bis 6 Grad mittlere Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts. Und daran hat das Pariser Klimaabkommen ziemlich wenig geändert, denn es umfasst ja nur freiwillige Absichtserklärungen. Und auch die decken gerade mal die Hälfte dessen ab, was wir bräuchten, um überhaupt eine Chance zu haben, unter 2 Grad zu bleiben. Zugleich sehen wir in vielen Teilen der Erde massive ökonomische, soziale und politische Verwerfungen. Die Finanzkrise 2008 war keinesfalls die erste. Das ist ein Prozess, der in den 70er Jahren anfing, im globalen Süden, mit immer größeren Finanzkrisen. Und 2008 war auch mit Sicherheit nicht die letzte Finanzkrise. Inzwischen glaubt ja sogar Wolfgang Schäuble, dass die nächste Finanzkrise um die Ecke kommt. Der muss es ja schließlich wissen. Das eng damit zusammenhängt, haben wir eine wachsende soziale Spaltung auf dem Planeten, in den meisten Ländern der Erde, auch in Deutschland. 8 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Und wir sehen die größten Fluchtbewegungen, muss man genau sagen, nicht Migrationsbewegungen, seit Ende des Zweiten Weltkriegs. 65 Millionen Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, vor Armut, aber auch inzwischen vor den Folgen des Klimawandels. Und wir sehen, dass die immer viel berühmte politische Mitte dabei ist, zu schwinden, zusammenzubrechen, das politische System ist zu einem beträchtlichen Teil in Europa und auch in anderen Teilen der Welt delegitimiert. Die sozialdemokratischen Parteien zerfallen, auch die Mitte-Rechts-Parteien zum Teil. In Frankreich sind die beiden großen Parteien implodiert vor 1,5 Jahren. In Italien ist was Ähnliches passiert und in Deutschland sehen wir auch Tendenzen in diese Richtung. Und das hat natürlich damit zu tun, dass diese Parteien jahrzehntelang diese Prozesse auch vorangetrieben haben, in jedem Fall keine angemessenen Antworten auf diese Krisen gefunden haben. Und wir sehen im Moment natürlich einen Rechtsruck
der dieses politische Vakuum füllt. Aber das muss nicht zwingend so sein, es könnte ja auch in eine andere Richtung gehen. Und dieser ganze Prozess, um dieses etwas düstere Eingangsszenario noch zu vertiefen, spielt sich in einer Welt ab mit 16.000 Atomsprengköpfen und einer neuen Welle von Militarisierung, die wir gerade auch in der EU gerade erleben. Das ist also eine relativ gefährliche Situation. Nun kann man auf unterschiedliche Weise da drauf gucken. Wenn man so die Nachrichten anguckt, dann sieht man Nachrichtensplitter, nicht zusammenhängende Dinge. Da geht eine Autobombe hoch, da schmilzt ein Gletscher. Das hat alles nichts miteinander zu tun. Oder man kann schauen, ob man vielleicht einen Zusammenhang sieht, ob sich da eine Gestalt abzeichnet in dem, was man da sieht. Und das ist ein bisschen mein Ansatz, zu gucken, was ist denn der Elefant im Raum, den wir oft nicht wahrnehmen, weil jeder nur mit seinen einzelnen Problemen zu tun hat, mit dem Aktenstapel, vor dem er gerade sitzt. Und so medialen und politischen Systeme funktionieren sehr stark auf Personen bezogen und auf Ereignisse bezogen. Und strukturelle Dinge geraten deshalb oft nicht in den Blick. Nun, was ist aber der Elefant im Raum? Und damit komme ich zu meinem ersten größeren Punkt. Der Elefant im Raum ist die Tatsache meines Erachtens, dass diese verschiedenen Krisenprozesse, die ich skizziert habe, gemeinsame systemische Wurzeln haben. Wurzeln, die etwas mit der Funktionsweise eines Systems zu tun haben, das vor etwa 500 Jahren in Europa entstanden ist. Und zwar nicht nur eines ökonomischen Systems, sondern auch eines politischen, ideologischen und militärischen Systems, das in langen, harten Auseinandersetzungen entstanden ist, sich mit viel Gewalt über die Erde verbreitet hat, seit etwa 100 Jahren den ganzen Globus umspannt und im 21. Jahrhundert in seine tiefste Krise gerät. Das System hat verschiedene Namen historisch bekommen. Das moderne Weltsystem in den Sozialwissenschaften, das kapitalistische Weltsystem. Ich benutze die Metapher die Megamaschine, die auf den US-amerikanischen Historiker Lewis Mumford zurückgeht. Er hat ein ganz interessantes Buch in den 60er Jahren geschrieben, Der Mythos der Maschine. Und er beschreibt darin keine technischen Apparate, sondern Gesellschaften, die hierarchisch aufgebaut sind und wie Maschinen zu funktionieren scheinen. Vom Ägypten der Pharaonen bis zur modernen kapitalistischen Megamaschine. Es ist natürlich ein sehr komplexes System und ich will damit jetzt nicht so viel Zeit verbringen. Nur ein paar Stichpunkte dazu, was die zentralen drei Säulen sind. Die erste Säule und das übergeordnete Prinzip dieses historischen Systems ist die endlose Akkumulation von Kapital oder einfacher ausgedrückt, aus Geld mehr Geld zu machen und das in alle Ewigkeit. Durch einen endlosen Kreislauf von Profit und Reinvestition. Und angehäuftes Kapital muss immer wieder reinvestiert werden. Das klingt für uns jetzt ganz normal, das lesen wir natürlich in den Zeitungen, aber es ist historisch etwas Neues gewesen. Es gab viele Systeme, die auf Gewalt und Ungerechtigkeit beruhten in der Geschichte. Man nehme das Römische Reich zum Beispiel. Aber sie zielten auf einen fixen Endzustand von politischer Stabilität und Hierarchie. Aber dieses System muss immer weiter wachsen. Es kann nicht stillstehen. Ohne Expansion und ohne Wachstum bricht es zusammen. Und das sehen wir an dem etwas merkwürdigen Faktum, dass wenn unsere Wirtschaft nicht 2 oder 3% im Jahr wächst, wir eine Krise haben. Warum? Der gesunde Menschenverstand sollte uns doch sagen, wenn die Wirtschaft nicht wächst, bleibt alles so, wie es ist. Nein, tut es nicht. Das Kapital verwertet sich nicht mehr, es gibt keine Jobs mehr, es wird nicht mehr investiert. Und wir haben eine Krise. Und das ist ein Prinzip, das nicht irgendwo in der Luft schwebt, sondern sehr tief in unsere Institutionen eingeschrieben ist, in unsere politischen und vor allem natürlich die ökonomischen Institutionen. Eine Aktiengesellschaft hat kein anderes Ziel, als das Kapital, das eingelegt ist, zu verwerten in alle Ewigkeit. Nun kann diese Ökonomie nicht alleine existieren, es braucht eine zweite Säule und das ist der moderne Staat. Wir kennen ja häufig die Geschichte so, auf der einen Seite gibt es die wirtschaftet vor sich hin, auf der anderen Seite den Staat, der da entweder eingreift oder nicht. Aber Staat und Kapital sind historisch zusammen entstanden seit dem 16. Jahrhundert. Der moderne Staat war vor allem eine Militärinstitution. 90% der Budgets waren Militär und das hieß Söldner und Kanonen vor allem. Kanonen, Feuerwaffen haben eine enorme Bedeutung gehabt bei der Entstehung des Kapitalismus, denn sie waren sehr teuer. Und die Landesherren haben verzweifelt versucht, also Söldnerheere aufzubauen, aber sie hatten das Geld nicht dafür. Wer hat ihnen das gegeben?
Das haben ihm die Bankiers und Händler aus Genua oder aus Augsburg, die Fugger zum Beispiel oder die Medici in Florenz kennt man, die haben ihm das Geld geliehen. Und das Geschäftsmodell dieser Händler und Bankiers war es, wir leihen einen Teil unseres Kapitals, unseres Profits an die Landesherren, die kaufen davon Kanonen und Söldner, die überfallen andere Länder, plündern diese Länder und aus der Beute bezahlen sie, wie man neudeutsch sagen würde, das Return on Investment für die Bankiers und Kaufleute in Genua, Antwerpen oder Augsburg. Das war aber nicht das Einzige, was sie wollten, sondern sie brauchten noch etwas Zweites und das waren Monopole. Es gehört zu den schmutzigen Geheimnissen des Kapitalismus, dass er mit freien Märkten eigentlich nie viel zu tun gehabt hat, sondern von Anfang an auf Monopolen oder Oligopolen beruhte. Und die Staaten haben den Händlern also diese Monopole gewährt. Das war auch die Voraussetzung für die Akkumulation. Staaten waren damit auch von Anfang an Verschuldete. Dass wir Staatsschuldenkrisen haben, ist auch nichts Neues historisch. Das ist auch seit 500 Jahren immer wieder der Fall gewesen. Und ein besonders interessantes Beispiel dafür, wie die physische Macht des Staates und die ökonomische Macht zusammenwirken, ist die Geschichte der modernen Aktiengesellschaften. Die 500 größten Konzerne der Welt heute, die meisten von ihnen sind Aktiengesellschaften, kontrollieren etwa 40% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Daran sieht man schon, dass es mit freien Märkten relativ wenig zu tun hat. Und diese Institutionen haben eine etwa 400-jährige Geschichte. Die erste war die Niederländische Ostindien-Kompanie, 1602 in Amsterdam gegründet. Wenige Jahre später wurde die erste Wertpapierbörse der Welt ebenfalls in Amsterdam gegründet. Und das Interessante von dieser ersten Aktiengesellschaft modernen Typs war es, dass sie ein eigenes Militär hatte. Sie ist mit diesem Militär losgezogen, hat andere Ländereien erobert, konnte auch Recht sprechen in diesen Ländereien und hat dann von der Beute dieser Plünderung und dieser kolonialen Gewalt das Return on Investment an die Shareholder in Amsterdam bezahlt. Die wussten auch gar nicht, was am anderen Ende der Welt passiert, sondern konnten sich davon einen Franz Hals oder Rembrandt kaufen und sich sehr kultiviert wählen. Das Geld schien sich von selber zu vermehren in Amsterdam, aber am anderen Ende der Welt wurde mit dem Militär halt das nötige, die entsprechende Raubökonomie in Szene gesetzt. Wir sehen auch heute noch eine enge Verstrengung von staatlicher Gewalt und Kapital, wenn man zum Beispiel im Hambacher Forst, wo Menschen gegen den Braunkohleabbau protestiert haben in den letzten Monaten, sich anschaut, wie die Polizei dort agiert hat. Sie hat es quasi für die Aktionäre des privaten Konzerns RWE versucht, den Wald zu räumen und die Braunkohle freizuschaffen, was völlig gegen den gesunden Menschenverstand geht, denn wir brauchen diese Braunkohle nicht. Der Staat verhält sich in vielen Ländern der Erde, in den meisten tatsächlich als Armee für private Kapitalinteressen, wenn es darum geht, Bodenschätze zu heben, Kupferminen einzurichten und vieles mehr. Und die dritte Säule, ohne die geht es nicht, ist ideologische Macht. Kein System, das auf Gewalt beruht, kann ohne irgendeine Art von Legitimation auskommen. Und ideologische Macht legitimiert die Ausübung von Gewalt, macht Gewalt teilweise unsichtbar. Und zu einer ganz besonders wichtigen, zu einem besonders wichtigen Teil ideologischer Macht gehört das, was ich den Mythos des Westens nenne. Ganz kurz zu diesem Bild. Die Dame, die da über der Szenerie schwebt, trägt ein Schulbuch in der Hand, sie rollte ein Kabel aus, ich weiß nicht, ob es ein Telegrafenkabel ist oder schon ein Stromkabel. Hinter ihr kommt die Eisenbahn und vor ihr fliehen die amerikanischen Ersteinwohner und die Tiere. Der Mythos des Westens erzählt davon, dass wir im Westen eine radikal überlegene Zivilisation haben und damit nicht nur das Recht, sondern gewissermaßen auch die Pflicht, das über die Erde zu verbreiten. Und der Kern dieses Mythos ist eigentlich über 500 Jahre derselbe geblieben, aber die Gewänder haben gewechselt. In den ersten Jahrhunderten war es vor allem die christliche Religion, die dafür herhalten musste, die Expansion zu legitimieren. Also wenn nach Kolumbus die Konquistadoren in Mittel- und Südamerika eingefallen sind, die Leute dort versklavt und zum großen Teil noch ermordet haben, dann ging es letztlich natürlich um die Rettung der Seelen, dass man da noch tonnenweise Gold und Silber rausgeschafft hat. Das ist ein kleiner Nebeneffekt. Ne? Im 19. Jahrhundert hat ein anderer Begriff diese Funktion teilweise übernommen, der Begriff der Zivilisation. Wir haben die Zivilisation, die anderen sind die Wilden. Oder der Begriff des Fortschritts. Wir haben den Fortschritt, die anderen stagnieren oder sind rückschrittlich. Und nach dem Zweiten Weltkrieg der Begriff
Entwicklung. Wir sind die Entwickelten, die anderen sind unterentwickelt. Heute ist es allgemein in jeder zweiten Politikerrede die Rede von den westlichen Werten, die wir gepachtet haben. Die anderen sind mehr oder weniger Barbaren. Und damit wird natürlich die gesamte Kolonialgeschichte und die Gewalt dessen auch komplett entsorgt. Nun, wenn man sich das nochmal aus der Vogelperspektive anschaut, wie dieses System funktioniert, dann sieht man, dass es von Anfang an auf einer radikalen Zweiteilung der Welt zwischen Arm und Reich beruhte. Für etwa 20-30% der Menschen, die mit dem System in Berührung gekommen sind, ist es mit enormen Wohlstandsgewinnen verbunden gewesen. Aber für etwa 70-80% ist es von Anfang an mit einer Geschichte von Ausbeutung, Sklaverei, Krieg bis hin zum Völkermord verbunden gewesen. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man diese Geschichte erzählt, gibt es natürlich ein vollkommen anderes Bild. Also wenn ich Historiker bin, Professor für Geschichte und in Berlin-Charlottenburg oder in München-Schwabing eine 7-Zimmer-Wohnung bewohne, ist es relativ einfach, eine Success Story, eine Erfolgsgeschichte der Sache zu erzählen, denn ich sitze ja da und sitze im Wohlstand. Und es bedarf einer Mühe, einer Anstrengung, sich in die Perspektive der anderen hineinzuversetzen. Und das ist ein bisschen mein Ansatz, Geschichte zu erzählen. Dass ein Teil der Bevölkerung arm ist und ein anderer Teil reich ist, ist auch eine ökonomische Voraussetzung für das Funktionieren des Systems. Wenn der Koltanarbeiter, der die Mineralien im Kongo aus der Erde holt, die in unseren Smartphones drin sind, Löhne hätte wie wir hier und Umweltstandards hätte, die ungefähr Deutschen entsprechen, dann könnten wir uns diese ganzen Konsumgüter, diese Smartphones, diese vielen Autos, dies alles nicht mehr leisten, weil es einfach zu teuer wäre. Dann würde das ganze Modell von Konsum und Produktion so nicht funktionieren. Und die Methoden, mit denen diese Ungleichheit über die Geschichte aufrechterhalten wurden, sind verschieden, aber das Ziel war jeweils dasselbe. Über 450 Jahre war es die direkte koloniale Herrschaft natürlich. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich eine ganze Reihe von Ländern des globalen Südens unabhängig gemacht, die Kolonialherrschaft abgeschüttelt. Und es traten andere Methoden an die Stelle. Die erste Methode war Regime Change. Viele Regierungen, die versucht hatten, eine eigene Entwicklung auf den Weg zu bringen, zum Beispiel in Iran 1953, eine demokratisch gewählte Regierung wollte die Ölquellen nationalisieren. Das passte aber dem britischen und amerikanischen Ölunternehmen nicht und die Regierung Mossadegh wurde weggeputscht und an deren Stelle der Schah installiert. 1954 Guatemala, eine ähnliche Geschichte. 1960 im Kongo, eine besonders brutale und tragische Geschichte. Der Kongo hatte 100 Jahre belgische Kolonialherrschaft hinter sich mit etwa 10 Millionen Toten. Und sie hatten dann ihre erste demokratisch gewählte Regierung unter Patrice Lumumba. Was wollte sie machen? Sie wollten keineswegs den Kommunismus einführen, sie wollten einfach eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung und dafür die Kupferminen verstaatlichen. Das wiederum passte den belgischen, französischen und amerikanischen Unternehmen nicht. Und sie haben die Ermordung Patrice Lumumbas organisiert, also die amerikanische Regierung federführend. Das hat das Weiße Haus auch längst zugegeben. Und an seiner Stelle später Mobutu installiert. Das ist der Grund dafür, dass es im Kongo heute so aussieht, wie es dort aussieht. Man kann diese Geschichte also noch lange verlängern. 1973 Chile, 1965 Indonesien und vieles mehr. In den 80er Jahren kam eine zweite Methode hinzu, die sogenannten Strukturanpassungsprogramme des Internationalen Währungsfonds. Hinter diesem technischen Ungeheuer verbirgt sich eigentlich eine ganz einfache Erpressungsmethode, nämlich viele Länder des Südens hatten sich verschuldet in den 70er Jahren und in den 80ern gingen plötzlich die Zinsen nach oben. Sie konnten ihre Schulden nicht zurückbezahlen und dann kam der Internationale Währungsfonds mit einem Angebot, das man schlecht ausschlagen konnte. Wir geben euch neuen Kredit, damit ihr euren alten bezahlen könnt. Aber unter folgenden Bedingungen. Privatisierung, Deregulierung und die Umstellung eurer Wirtschaft auf den Export von Rohstoffen. Ja, also wieder billige Rohstoffe. Das Ergebnis ist von allen diesen Interventionen jeweils dasselbe. Viele Länder des globalen Südens verharren in dieser Armutsfalle, die eben auch politisch und ökonomisch notwendig ist. China ist das erste große Land des globalen Südens, das in diese Falle nicht reingegangen ist. Und bei allen problematischen Entwicklungen dort verschiebt es aber die globalen Gewichte gerade ungemein. Da können wir nachher in der Diskussion auch noch drauf eingehen. Systemische Krisen, Chaos. Grenzen der Megamaschine.
Das ist übrigens ein Bild von dem Hurricane Harvey, der vor einigen Jahren Houston unter Wasser gesetzt hat. Die Megamaschine stößt im 21. Jahrhundert an verschiedene Arten von Grenzen, die in ihrer Kombination wahrscheinlich unüberwindlich sind. Oder anders ausgedrückt, die Krisen, die ich anfangs skizziert hatte, lassen sich nicht innerhalb der Logik der Megamaschine lösen. Es gibt verschiedene Arten von Grenzen. Die eine Art von Grenzen sind innerer Natur, ökonomischer Natur. Es war in den letzten 30, 40 Jahren sehr erfolgreich, die Löhne zu drücken, in Deutschland einen Billiglohnsektor zu schaffen mit Agenda 2010, Gewerkschaften schwächen und die Profite in Steueroasen zu verschieben. Das war für einen bestimmten Teil, die berühmten 1%, eine sehr erfolgreiche Strategie, das, was wir so als Neoliberalismus kennen. Aber es hat eine ökonomische Kehrseite. Das nenne ich die Leute, die man in prekäre Beschäftigung, in Billigjobs abschiebt oder in die Arbeitslosigkeit, am Ende des Tages nicht mehr das Geld in der Tasche haben, diese ganze riesige Produktion von Gütern und Dienstleistungen, die ja immer weiter wachsen muss in der Logik des Systems, noch zu profitablen Preisen aufzukaufen. Es gibt also ein Nachfrageproblem in der globalen Ökonomie. Wie hat man das gelöst? Naja, die war erstmal relativ einfach, die Lösung: Schulden. Irgendwer muss sich verschulden, damit die ganze Sache weiterläuft. Also Haushalte verschulden sich, Unternehmen verschulden sich und Staaten verschulden sich. Das sind dann die berühmten Schuldenblasen, die sich immer weiter aufpumpen und die Eigenschaft haben, irgendwann zu platzen. Und wenn dann eine Blase platzt, ist die Frage, wer bezahlt denn jetzt den ganzen Schlamassel? Das haben wir 2008 gesehen. Es wurde abgewälzt auf die breite Bevölkerung, vor allem auf die südeuropäischen Bevölkerung. Das ist auf der einen Seite sehr ungerecht. Es verschärft aber auch noch das ökonomische Problem, denn die Leute haben dann am Ende global gesehen noch weniger Geld in der Tasche. Und das bringt also eine Spirale in Gang, die immer weiter nach unten geht und die auch zu dieser extremen politischen Destabilisierung erheblich mit beiträgt, die wir im Moment global sehen. Nun würde es auf diese ganze Problematik eine relativ einfache Antwort geben, nämlich eine keynesianische Wirtschaftspolitik. Und das bedeutet ganz einfach, die Reichen massiv besteuern, sich das Geld da holen, wo es ist, und davon massive öffentliche Beschäftigungsprogramme zu organisieren, Investitionen in erneuerbare Energien, in soziale Tätigkeiten und so weiter. Das ist auch eigentlich eine gute Sache. Ich finde, das sollte man machen. Man muss sich das Geld da holen, wo es ist, und öffentliche Programme machen, auch für den sozial-ökologischen Umbau vor allem. Aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man damit die ökologische planetare Krise so lösen kann. Ein Beispiel nur dafür ist unser Verkehr. Wenn man den jetzigen Autoverkehr, so wie er ist, versucht, auf Elektroautos umzubauen, das ist ja das Ziel von einigen, ne? Muss man sich klar sein, ein Elektroauto kostet in der Herstellung unter den jetzigen Bedingungen 60% mehr CO2 als ein normales Auto, vor allem wegen dieser großen Batterien. Also wenn man diese Milliarden von Autos auf der Welt einfach durch Elektroautos ersetzt, hat man das ökologische Problem nicht gelöst. Und das betrifft auch alle anderen Sektoren. Die Lösung liegt ja relativ einfach auf der Hand. Nämlich weniger Autos, ne? Weniger Verkehr. Das ist ganz einfach. Ne? Wir brauchen von diesen Dingen weniger. Unsere Lebensqualität wächst ja auch nicht damit, dass wir unsere Innenstädte immer mehr mit Autos verstopfen. Aber, so einfach das scheint, es ist ein Riesenproblem für die Autoindustrie. Sehr schlechte Nachrichten, ne? Die ja in Deutschland ein bisschen den Status vom lieben Gott hat. Es betrifft aber alle Branchen. Ne? Wenn wir zum Beispiel Telefone, Handys, Smartphones hätten, die man nicht nach 2 Jahren wegtut und durch neue ersetzt, wie das der durchschnittliche Bundesbürger tut oder die Bundesbürgerin, sondern die Dinger 20 Jahre benutzen würde, wenn sie leicht reparierbar wären und so weiter. Sehr schlechte Nachrichten für die Telekommunikationsbranche, auch wenn es gute Nachrichten für den Planeten wären. Das betrifft auch unsere Möbel zum Beispiel. Wenn wir Omas Schränke 100, 200 Jahre benutzen würden, super Sache, ökologisch, aber sehr schlechte Nachrichten für IKEA und die ganze Möbelindustrie. Durch alle Branchen geht das durch. Das heißt, wir sind Gefangene einer Logik des Immermehrs. Ohne das haben wir eine ökonomische Krise. Das heißt, solange man nicht die Wurzeln dieser Sache angeht, nämlich die Logik der endlosen Akkumulation, sitzen wir gewissermaßen in der Falle und rasen immer weiter an diese ökologischen Grenzen hinein. Und das führt in einen Prozess, der unser Leben immer chaotischer macht, in ökologisches Chaos, in ökonomisches Chaos
Und ich glaube, dass wir tatsächlich in uns in sehr unruhige, da muss man auch kein Prophet für sein im Moment, dass wir in sehr unruhige und chaotische Zeiten hineingeraten und dass wir einen tiefen Wandel bekommen, ob wir wollen oder nicht. Das Business as usual ist das einzige Szenario, was nicht stattfinden kann. Die Frage ist allerdings offen, wer diesen Wandel gestaltet und in welche Richtung er gehen wird. Im Moment sehen wir sehr stark, dass das von Rechten besetzt wird, das Chaos, in Brasilien gerade mit einer faschistischen Regierung, was absolut erschreckend ist. Aber das ist kein Naturgesetz. Auch emanzipatorische Bewegungen, auch sozialökologische Bewegungen können in diesem Chaos tatsächlich einen Unterschied machen und mit beeinflussen, in welche Richtung das Ganze geht. Und in den verbleibenden letzten zwei Teilen will ich einmal skizzieren eine etwas düstere Entwicklung, die wir gerade schon vor uns sehen, und dann aber auch Perspektiven für einen Ausstieg aus der Megamaschine. Die tödlichen Ordnungsversuche zunächst. Wenn das Chaos zunimmt, ist klar, dass Staaten teilweise mit Repressionen reagieren. Das sehen wir nicht nur in den USA, in der Türkei, auf den Philippinen, in Indien, das sehen wir auch mitten in der EU. Zum Beispiel dadurch, dass in Frankreich ein Ausnahmegesetz, das nach den Terroranschlägen von Paris und Nizza installiert wurde, von Präsident Hollande in dauerhaftes Recht umgesetzt wurde. Es sind also in Frankreich, wo man die Gewaltenteilung einst erfunden hat, Teile dieser Gewaltenteilung außer Kraft gesetzt und die Polizei hat eine ganze Reihe von Sonderbefugnissen. In Bayern gab es ja auch das neue Polizeiaufgabengesetz und in vielen deutschen Bundesländern ist das so. Also neue Befugnisse für die Exekutive sind überall auf dem Vormarsch. Ein anderer Aspekt der tödlichen Ordnungsversuche ist das, was ich globale Apartheid nenne. Vielleicht auch ganz kurz zu diesem Bild, das ist ein Bild der spanischen Enklave Ceuta in Nordafrika. Die Leute, die da auf den Zaun setzen, versuchen EU-Territorium zu erreichen. In dem Maße, wie die Wohlstandsinseln kleiner werden, durch Krieg, durch Armut, aber auch durch Klimawandel, versuchen diejenigen, die auf den Wohlstandsinseln sitzen, sich abzuschotten. Das betrifft Gated Communities im Kleinen, also diese abgesperrten Bezirke in Städten, aber das betrifft auch Gated Continents, wie die EU, die sich mit massiver militärischer Gewalt im Mittelmeer abschottet, wo mehr als 30.000 Menschen gestorben sind, die nicht hätten sterben müssen. Die USA bauen eine Mauer nach Mexiko und die EU macht ja noch viel mehr. Die EU versucht, ein System von Lagern in Nordafrika zu installieren, mit Hilfe von afrikanischen Regierungen, damit Flüchtlinge überhaupt keine europäischen Grenzen mehr erreichen. Also eine massive Militarisierung. Diese physische Gewalt ist nur ein Aspekt dieser Apartheid. Hinzu kommt ein System, was auch kaum je in Frage gestellt wird, nämlich das Visasystem. Also als EU-Bürger kann ich in die meisten Länder der Erde problemlos reisen, wenn ich das Kleingeld dafür habe. Und viele haben das ja. Ich kriege ein Visum oder brauche nicht mal eins. Aber wenn ich Bürgerin oder Bürger von Mali oder Afghanistan bin, dann bekomme ich kein Visum, wenn ich nicht reich bin oder Connections habe. Ne? Und also meine Geburt entscheidet mit darüber, welche globalen Rechte ich habe, zu reisen, mich zu bewegen und so weiter. Es ist also ein System von struktureller Gewalt, das natürlich mit allen Arten von rassistischer Ideologie immer wieder gerechtfertigt wird. Die Leute in Afrika können halt nicht wirtschaften und jetzt wollen die von uns das Geld oder so. Auch da wieder die gesamte Kolonialgeschichte komplett ausgeblendet aus dem Diskurs, wie wir ihn auch in den letzten Jahren hier zum Thema Flucht gehabt haben. Ein besonderer Aspekt der Krisenbewältigung aus Sicht der Eliten ist das, was ich Tributökonomie nenne. Diese Herren da stehen beim staatlichen Wohlfahrtsbüro für Konzerne an und so ist es tatsächlich in vieler Hinsicht. Ich hatte ja schon gesagt, dass Kapitalismus mit Markt nur am Rande was zu tun hat und diese Tendenz, Reichtum und Macht durch andere als durch Marktmethoden anzuhäufen, hat sich verschärft in den letzten Jahren. Das sieht man zum Beispiel an dem ganzen Subventionswesen. Die meisten der großen 500 Konzerne, die ich am Anfang erwähnt hatte, könnten ohne staatliche Subventionen aus Steuergeldern gar nicht existieren. Zum Beispiel die fossilen Energiebranchen, also Erdöl, Kohle und Erdgas. Die Internationale Energieagentur, eine sehr konservative Einrichtung, schätzt, dass diese Branchen, die uns ja den Klimawandel bescheren,
jedes Jahr mit 500 Milliarden Euro Dollar subventioniert werden. Und der IWF kommt sogar auf das Zehnfache, auf 5 Billionen Dollar. Die berechnen das etwas anders. Also wir subventionieren aus Steuergeldern die Akteure, die uns in das Klimakaos hineinfahren. Ne? Und das kommt natürlich auch der Autoindustrie zugute, weil wenn wir einen Benzinpreis hätten, der wirklich auch nur die ökonomische Wahrheit sagen würde, von der ökologischen mal ganz zu schweigen, dann könnten wir uns diese Autofahrerei überhaupt nicht leisten. Hinzu kommt für die Autobranche dann Pendlerpauschalen, Abwrackprämien, Dienstwagenprivilegien, zweistellige Milliardenbeträge jedes Jahr. Also die hängen an dem Topf der Subventionen. Die Flugzeugbranche ebenso. Die Flugzeugbranche ist für die am schnellsten steigenden CO2-Emissionen weltweit verantwortlich und sie können eigentlich nur durch Subventionen leben. Kerosin wird nicht besteuert, die Flughafeninfrastruktur wird im Wesentlichen von der öffentlichen Hand bezahlt, also sonst gäbe es diese Billigflieger ja gar nicht. Ne? Dieser unsägliche BER-Flughafen bei Berlin hat jetzt 6 Milliarden Euro inzwischen verschlungen. Man weiß nicht, ob er je ans Netz gehen wird, aber selbst wenn er das tut, ist das Geld ja letztlich die Infrastruktur für die privaten Flugcompanies, die uns dann Flugtickets für 8 Euro oder so verkaufen. Ne? Aber man kann da also noch eine Weile mit das weiter durchdeklinieren. Steueroasen zum Beispiel bei Attacken, wichtiges Thema, sind auch letztlich eine Methode, die Konzerne zu subventionieren. Denn alle EU-Staaten könnten diese Steuerschlupflöcher ganz schnell schließen. Das ist überhaupt kein Problem technisch. Und auch unser Finanzminister Scholz tut ja alles, um das zu verhindern, dass sie geschlossen werden. Das sind alles Formen der Subventionierung. Und warum erzähle ich das so ausführlich? A, um klarzumachen, Kapitalismus hat relativ wenig mit Markt zu tun. Und B, es ist auch die Achillesferse der ganzen Sache. Denn über die Verwendung von Steuergeldern können theoretisch die Bürger verfügen. Dafür wählen wir unter anderem Parlamente. Und man könnte also dieses ganze Geld, statt es diesen Konzernen zu geben, auch in einen sozial-ökologischen Umbau stecken. Das ist theoretisch möglich. Und damit komme ich zum letzten Punkt dieser tödlichen Ordnungsversuche, die große Ablenkung. Diese Statistik von einem SPD-Bundestagsabgeordneten angefertigt, zeigt, welche Themen die öffentlich-rechtlichen Talkshows von 2015 bis 2017 hatten. Etwa 90 Talkshows zum Thema Flüchtlinge, schaffen wir das, wie bedroht uns der Islam, islamistischer Terror und so weiter. Ich glaube 6 oder 7 Sendungen zum Thema soziale Gerechtigkeit und Armut und zum Thema Klima. Null Sendung in dieser Zeit. In diesem Jahr gab es, glaube ich, 2 Klimatalkshows. Eine bei Maischberger war zur Hälfte mit Klimaleugnern besetzt. Also wir sehen eine extreme Schieflage der Berichterstattung im Verhältnis zu realen Bedrohungen. Und das führt mit dazu, dass sich die Leute vor den falschen Dingen und auch vor den falschen Leuten fürchten. Ne? Also es gibt viele Erhebungen darüber, dass sich immer mehr Bundesbürger tatsächlich vor Geflüchteten fürchten. Das sind nun die letzten Leute, vor denen man sich fürchten muss. Sondern wir sollten uns tatsächlich vor den ernsthaften Bedrohungen fürchten. Klimakaos und eine neue Militarisierung, auch mit Atomwaffen möglicherweise EU. Aber darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Was tun, wenn wir uns das alles anschauen? Dieser Elefant auf der Couch beschwert sich zunächst mal darüber, dass er nicht gesehen wird, auch wenn der in der Mitte des Raumes steht. Und ich glaube, das Erste, was wir ihm Gutes tun können, ist, dass wir anerkennen, da ist ein Elefant im Raum. Mit anderen Worten, wir haben eine systemische Krise und sie braucht systemische Antworten. Das heißt Antworten, die auf einen tiefen Umbau unserer gesellschaftlichen Institutionen hinauslaufen und nicht nur an so ein paar Reparaturschräubchen drehen. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und ich kann hier dazu eigentlich nur ein paar Ideen und Stichpunkte liefern für diesen Umbau ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zunächst mal denke ich, ist es ganz wichtig, dass man mit dem Umbau beginnt, mit dem Ausstieg aus der Megamaschine, solange sie noch läuft. Einfach warten auf den nächsten Crash, ohne vorbereitet zu sein, ist eine relativ schlechte Idee. Und die Antworten muss man, glaube ich, auch ein bisschen unterscheiden oder strukturieren danach, ob sie in der kurzen Frist sind oder ob es sich um langfristigen Umbau handelt. In der kurzen Frist ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dafür kämpfen, dass möglichst viel Kohle und Erdöl im Boden bleibt. Denn beim Klimawandel haben wir keine Zeit.
die nächsten 10 Jahre sind absolut entscheidend in dieser Frage, bevor wir noch weitere Kipppunkte im Erdsystem erreichen. Und es gibt zum Beispiel massive Initiativen, das Netzwerk Ende Gelände zum Beispiel, die gehen in Kohlegruben im Rheinland oder in der Lausitz rein, Braunkohle, und versuchen zu verhindern, dass da noch mehr von dieser blödsinnigen Kohle aus der Erde geholt wird. Und im Hambacher Forst, diese Bewegung hat ja sehr viel Aufschwung bekommen, waren jetzt zuletzt 50.000 Demonstranten im Herbst, die sich dafür eingesetzt haben, dass dieser Wald erhalten wird und nicht abgeholzt wird. Also da passiert was. Für wen es nichts ist, sich in so eine Kohlegrube reinzustellen. Es gibt auch andere Methoden, sich für Klimaschutz zu engagieren, zum Beispiel die globale Divestment-Kampagne. Divestment heißt, dass man Institutionen auffordert, ihr Geld aus den fossilen Branchen rauszuziehen. Oft wissen wir gar nicht, wo Kommunen teilweise ihre Gelder geparkt haben, wo eine Rentenkasse ihre Kommunen geparkt hat, unsere Bank oder welche Institutionen immer es auch gibt. Und die kann man also mit Kampagnen dazu auffordern, dazu zwingen, ihr Geld aus diesem Kohle und Erdöl rauszuziehen. In der längeren Perspektive brauchen wir tatsächlich, wie ich glaube, einen Ausstieg aus der Logik der endlosen Akkumulation, die ja dieses Wachstumsrad antreibt. Und das bedeutet eine Wirtschaft, die dem Gemeinwohl dient und nicht dem Profit. Und das bedeutet natürlich nicht nur Leitplanken ändern, sondern tatsächlich Institutionen zu ändern. Also eine Aktiengesellschaft, deren Zweck, deren juristischer Zweck nur ist, Geld zu vermehren in alle Ewigkeit, ist keine zukunftsfähige Institution. Wir brauchen andere ökonomische Institutionen, die anderen Zwecken dienen. Und die gibt es ja auch teilweise schon. Ne? Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass es vielen Bürgerinnen und Bürgern gelungen ist, die Energieversorgung aus der Hand der 4 großen Energiekonzerne in Deutschland herauszulösen und in Genossenschaftshand zu bringen oder in die Hand von kommunalen Versorgern, dann kann das ein Beitrag zum Klimaschutz sein, wenn man das mit erneuerbaren Energien macht. Aber es kann auch ein Beitrag zu einer ganz anderen ökonomischen Logik sein. Denn eine gut konstruierte Genossenschaft, nicht jeder ist sinnvoll, oder ein gut konstruiertes kommunales Unternehmen kann für den lokalen Bedarf arbeiten und nicht dafür, das Rad der Expansion der endlosen Geldvermehrung weiter anzutreiben. Das Problem ist nur, dass diese Institutionen oft in Nischen bleiben. Ja, dass sie also sozusagen getragen werden von ein paar engagierten Menschen, aber nicht in die Breite gehen, solange der Staat sich so verhält, wie ich das skizziert habe, nämlich die großen Konzerne mit Milliarden und Billionen fördert. Dann sind die Kleinen ja chancenlos dagegen. Das heißt, um diese Nischen zu einer breiten Sache zu werden, die die Gesellschaft trägt, müssen wir den Staat eigentlich umfunktionieren. Ja, dafür gibt es viele Ideen, Vorschläge. Ein Vorschlag zum Beispiel ist die Gemeinwohlökonomie. Darf ich eine kurze Umfrage vielleicht, wer von euch und Ihnen kennt die Gemeinwohlökonomie? Oh, das sind ja jetzt ja überwältigend. Dann brauche ich dazu, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Vielleicht für die, die es gar nicht wissen, nur ganz kurz. Es geht darum, dass Unternehmen nicht nur eine Finanzbilanz, sondern eine Gemeinwohlbilanz machen, die Aufschluss darüber gibt, was sie über die ganze Wertschöpfungskette hinweg, also von den Ressourcen bis zur Entsorgung, leisten, ökologisch und sozial. Je nachdem, ob man eine gute oder schlechte Gemeinwohlbilanz hat, zahlt man eben weniger oder mehr Steuern, kriegt billige oder teure oder gar keine Kredite oder kriegt öffentliche Beschaffungsaufträge oder nicht. Und das klingt erstmal so harmlos, aber tatsächlich würde es dieses ganze Subventionssystem vom Kopf auf die Füße stellen und den Staat so was umzufunktionieren, was dem Gemeinwohl dient. Und das betrifft natürlich auch einen Sektor ganz besonders, nämlich das Finanzsystem. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir damit rechnen müssen, dass es eine weitere schwere Finanzkrise oder auch Finanzkrisen gibt. Und wir hatten uns vor der Veranstaltung auch kurz darüber unterhalten, dass relativ wenig Konzepte leider dafür da sind, was in einer solchen Situation passiert. Denn ein weiterer Crash, ja, könnte ja auch dafür genutzt werden, für einen tiefen Umbau dieses ganzen Finanzsystems. Beim letzten Mal ist es so gelaufen, dass wir den Flappenschlamassel bezahlt haben, aber die Banken eigentlich genauso weiter gewirtschaftet haben wie vorher. Das könnte man theoretisch anders machen. Man könnte sagen, okay, wenn das ganze Ding wieder den Bach runtergeht und der Staat eingreifen muss, dann aber so, dass Teile herausgelöst werden, das ganze Privatbankensystem, was sowieso strukturell insolvent ist, in die verdiente Insolvenz auch entlassen wird und wir die anderen beiden Säulen unseres Finanzsystems, unseres Bankensystems, nämlich Genossenschaftsbanken und öffentlich-rechtliche Institutionen wie Sparkassen zum Beispiel, umbauen und ausbauen,
und das ist das Entscheidende beim Umbau eines Finanzsystems, Kredite in den ökologischen und sozialen Umbau zu leisten. Das heißt, man braucht Kriterien für die Kreditvergabe, die entscheidend sich an den sozialen und ökologischen Maßstäben orientieren und nicht am höchsten Profit. Das ist also das Wichtigste dabei und dafür braucht man Konzepte und die gilt es ganz dringend zu entwickeln. Die Zielvorstellung bei einem solchen Umbau ist es, mit weniger Gütern besser zu leben. In den Industrieländern auf jeden Fall. Und das ist durchaus möglich. Es hat mit Lebensqualität nicht allzu viel zu tun, alle 2 Jahre sein Smartphone auszutauschen oder sich ein noch dickeres Auto zu verschaffen. Weniger Güter zu brauchen, die länger halten und sinnvoller genutzt werden und geteilt werden und so weiter, könnte ja auch den positiven Effekt haben, dass wir weniger arbeiten müssen. Wenn wir weniger Güter brauchen, müssen wir weniger arbeiten. Eigentlich eine super Geschichte. Dann hätten wir mehr Zeit für politisches Engagement, Freundschaft, Familie, Kultur und so weiter. Nur, es ist natürlich auch eine Einkommensfrage. Wenn ich jetzt Krankenpfleger bin zum Beispiel, dann kann ich mit einer halben Stelle in einer Stadt wie München ja quasi nicht leben, ne, bei den Mieten. Das heißt, die ökologische Frage, der Rückbau dieser ganzen Überproduktion ist unmittelbar an die soziale Frage geknüpft, an die Frage der Verteilung. Das heißt, wir brauchen eine gesellschaftliche Umverteilung von Einkommen und Vermögen, um den ökologischen Umbau möglich zu machen. Und da gibt es extrem viele verschiedene Instrumente, um das zu tun. Steuerpolitik ist natürlich eine. In den USA war noch in den 70er Jahren ein Spitzensteuersatz von 80%. Und wir haben jetzt 43%. Also es ist enorm viel Spielraum nach oben, um sich das Geld da zu holen, wo es in en masse ist. Und das in öffentliche Programme, in den sozial-ökologischen Umbau zum Beispiel reinzustecken, mit gut bezahlten Halbtagsstellen. Also Abschied von dem Wahnsinn einer 40-Stunden-Vollbeschäftigung. Ne? Gut bezahlte Halbtagsstellen. Der Kampf um die Stadt spielt natürlich auch eine ganz wichtige Rolle dabei. In vielen Ballungsräumen zahlen die Menschen inzwischen die Hälfte ihres Einkommens für Mieten. Das heißt, sie sind gefangen in diesem Hamsterrad von Lohnarbeit letztlich nur, um die Miete zu bezahlen, die dann über irgendwelche Investoren und Hedgefonds irgendwo in die Finanzmärkte fließen. Ne? Und diese Mieten runterzubekommen, wäre also ein ganz wichtiger Teil eines Umbaus. Und gibt es verschiedene Methoden, um das zu machen. In Berlin gibt es gerade eine sehr interessante Initiative für die Enteignung der deutschen Wohnen. Es ist eine der größten deutschen Wohnungsgesellschaften, die in fürchterlicher Weise die Miete in die Höhe treiben und Mieter rausekeln und so weiter. Sehr unbeliebt in Berlin. Und diese Initiative sagt nun, ja, Moment, wir müssen doch nicht mit denen jetzt ewig verhandeln und die bitte, bitte könnt ihr nicht um 0,5 Euro runtergehen und mit irgendwelchen Mietpreisbremsen, die nicht funktionieren, sondern wir haben § 14 Grundgesetz, sagt, nicht nur eigentlich verpflichtet, sondern man kann enteignen gegen eine Entschädigung. § 15 sagt, man kann vergesellschaften und in Gemeineigentum überführen. Das ist eine interessante Sprache des Grundgesetzes, weil sie nicht von Staatseigentum an § 15 spricht, sondern von Gemeineigentum. Das könnte man als Commons definieren oder wie auch immer man das definieren will. Das kann man also machen. Man muss sich das nicht bieten lassen. Unser Grundgesetz ist da relativ fortschrittlich an dieser Stelle. Global gesehen brauchen wir ein Recht auf Migration und natürlich eine Stärkung der Genfer Flüchtlingskonvention. Im Moment geht die Reise natürlich in komplett entgegengesetzte Richtung. Flüchtlingsrechte werden überall auf der Welt massiv beschnitten und es ist ganz wichtig, sich für sichere Einreisewege, für Familiennachzug und für eine Auflösung dieser absurden Ankerzentren einzusetzen. Aber ich glaube, wir müssen diese Debatte um Flucht auch noch in die Zukunft führen. Denn wir werden, selbst wenn man den Klimawandel etwas verlangsamen kann, Millionen von Klimaflüchtlingen bekommen. Und die Industriestaaten, also auch Deutschland, sind historisch für die Emissionen verantwortlich. Wo gehen die Leute in Bangladesch, wenn ihr Land überschwemmt ist, dann hin? Wir brauchen meines Erachtens einen Status für Klimaflüchtlinge, ein Recht, was der Genfer Konvention analog ist, dass Klimaflüchtlinge, wenn sie ihr Land nicht mehr bewohnen können, in andere Länder einreisen können und dort ein menschenwürdiges Leben führen können. Jede Hoffnung auf eine sozial-ökologische Transformation ist natürlich abhängig davon, dass wir Frieden oder zumindest die Abwesenheit von Krieg haben. Und im Moment, das hatte ich ja schon angedeutet, erleben wir eine sehr bedenkliche
Remilitarisierung der Europäischen Union. Überhaupt auf der ganzen Welt steigen die Rüstungsausgaben extrem. Der neue deutsche Bundeshaushalt für 2019 sieht plus 12,6% im Militärsegment vor. Das ist ungeheuer, vor allem angesichts einer Situation, wo ja kein anderes Land de facto Deutschland angreifen will. Es gibt keine Angriffspläne anderer Länder. Die USA haben sich aus dem INF-Vertrag zurückgezogen, der die Mittelstreckenraketen, die Atomraketen in Europa begrenzt hat, teilweise abgeschafft hat. Und wir haben die Gefahr, dass es also eine neue nukleare Aufrüstung in Europa gibt. Und es ist ganz entscheidend, sich dem so früh wie möglich entgegenzustellen. Global sehen wir, dass sich die Gewichte ökonomisch natürlich nach China verlagern. Und die Gefahr besteht, dass die USA das Mittel, was sie haben, ihr starkes Militär, versuchen zu nutzen, um ihre Vormachtstellung militärisch aufrechtzuerhalten. Und die EU und auch Deutschland als wirtschaftsstärkstes Land der EU haben eine ganz entscheidende Funktion da. Setzt die EU auf eine vermittelnde, zivile Politik oder lässt sie sich in eine Logik der militärischen Konfrontation und Eskalation hineinziehen? Und da spielt natürlich eine deutsche Friedensbewegung eine enorme Rolle bei dieser Sache. Also dieser Militarisierung frühzeitig etwas entgegensetzen. Und in Bezug, es gibt ja auch Hoffnung in diesem Bereich. Es gibt in der UN inzwischen einen Vertrag, den 122 Länder angeschoben haben, zur sofortigen Abschaffung von Atomwaffen. Und warten Sie mal, wer an diesem Vertrag nicht mitverhandelt hat. Die deutsche Bundesregierung, genau. Weil ein Brief aus dem NATO-Hauptquartier vom Pentagon kam und allen NATO-Partnern gesagt hat, ihr verhandelt da bitte nicht mit. Das ist eigentlich ein Riesenskandal, dass die Bundesregierung sich weigert, über die Abschaffung von Atomwaffen auch nur zu verhandeln. Mhm. Und damit komme ich auch zum letzten Punkt. Diese Nachricht habe ich in unseren Medien auch relativ selten und nur auf Seite 15 als kleine Notiz mal gesehen. Für den Wandel brauchen wir auch andere Medien. Die Öffentlich-Rechtlichen sind eine Institution, die ich verteidigen würde, weil sie besser sind als die privaten, aber die natürlich extreme Schwierigkeiten haben und viele Defizite haben, die müssen sich also verändern. Aber da das ein sehr dickes Brett ist, das man bohren muss, muss man auch die Möglichkeiten nutzen, eigene Medien aufzubauen. Das Internet bietet ja viele Möglichkeiten dafür und ich habe zusammen mit einem Kollegen 2009 Kontext TV gegründet, ein Nachrichtenmagazin, das sich eben globaler Gerechtigkeit und dem sozial-ökologischen Umbau widmet. Und wir waren inspiriert von einem US-Sender, der Democracy Now! Heißt, das kann ich allen des englischen Mächtigen sehr empfehlen. Die haben inzwischen Millionen von Zuschauern und spielen eine ganz wichtige Rolle, auch bei den Bewegungen um Black Lives Matter, Bernie Sanders und so weiter. Also man kann auch zeigen, dass in vielen Ländern die Existenz oder Nicht-Existenz von emanzipatorischen, progressiven, alternativen Medien eine entscheidende Rolle dafür spielt, in welche Richtung die Reise politisch geht. Da gibt es also noch viel zu tun. Wir sind bei Kontext TV relativ klein und wir brauchen meines Erachtens viel stärkere und größere alternative Medien, vor allem Videomedien im Netz, um das nicht den Rechten zu überlassen, die das Netz sehr stark im Moment kolonisieren. Dieser ganze Übergang, von dem ich jetzt geredet habe, ist natürlich etwas, was man in einer Perspektive von Jahrzehnten auch betrachten muss und was auch in keiner Weise ein sanfter, gelenkter Übergang ist, sondern wahrscheinlich ein chaotischer Prozess, auch mit Crashs, mit Einbrüchen, mit Krisen. Aber soziale und ökologische Bewegungen können eine enorme Rolle dabei spielen, in welche Richtung in solchen Krisensituationen die Reise gehen wird. In der Chaostheorie spricht man da auch von dem Schmetterling-Effekt. Ein Schmetterling kann auf dem anderen Ende der Welt theoretisch einen Sturm auslösen. Je chaotischer ein System wird, desto anfälliger wird es eigentlich für Veränderungen. Das mit dem Schmetterling, der einen Sturm auslöst, klappt zwar nicht immer so direkt, aber zumindest ist es dem Sinn nach so, dass tatsächlich chaotische Systeme auch veränderbare Systeme sind. Und in dem Maße, wie wir zu Schmetterlingen werden und für den Wandel arbeiten, indem wir uns miteinander vernetzen und verbünden, können wir tatsächlich einen Unterschied machen. Soweit erstmal und ich freue mich jetzt auf die Diskussion.
viel Stoff und wahrscheinlich gibt es auch viele Fragen und viele Beiträge. Ich habe es in früheren Veranstaltungen manchmal versucht, das thematisch ein bisschen zu ordnen, aber es hat dann meistens doch keinen Sinn. Das versuche ich also heute erst gar nicht, sondern ich ermuntere Sie einfach loszulegen und ermuntere Sie auch ausdrücklich, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch Ihre Anmerkungen zu machen, weil es sitzt ja hier sehr viel Kompetenz im Raum. Und das soll ja auch eine Art Gespräch werden mit Fabian Scheidler. Ich würde es so machen, dass ich immer so nach Gefühl 2, 3 Äußerungen nehme, bis wir das Gefühl haben, jetzt ist es gut, wenn du antwortest, vielleicht auch nur eine Mal. Also bitte überlassen Sie mir diese Freiheit oder auch nur 5. Dann fangen wir gleich hier vorne an und gehen. Ich nehme erstmal die ersten. Bitte schön. Vor kurzem, also es ist ein paar Tage erst hier, ist durch alle Medien, auch durch Fernsehen, die Diskussion nicht. Wird das verstanden? Soll das Mikrofon? Ja, genau. Weil ihr habt ja ein drahtgebundenes Mikrofon da nach wie vor. Dann können wir das fürs Publikum verwenden. Danke. Vor kurzem ist durch alle Medien, besonders auch durch Fernsehen, dieses bestimmte Abkommen gegangen, das erleichterte Einwanderung von aus anderen Ländern vorsieht. Und das ist sehr, sehr umstritten gewesen. Amerika hat sich ausgeblendet, die Bundesrepublik hat sich eingeblendet, Israel hat sich auch ausgeblendet und Österreich auch. Und ich würde sehen, dass das zumindest fürs erste Anschauen etwas von dem enthält, was Sie angesprochen haben, von der erleichterten Kommunikation im Zusammenleben. Haben Sie verstanden, wie das... Meinen Sie den Migrationspakt? Ja. Trage ich das Mikrofon hinter. Okay. Danke. Ulrike Herrmann hat mal in einem Vortrag gesagt, dass man, wenn die Akkumulation egalisiert wird, also wenn die ganz Reichen enteignet werden und die mittleren Einkommen dann reicher werden, dann würde sich an dem Ressourcenverbrauch nichts ändern. Weil wenn es 100 Yachten weniger gibt, die durchs Weltmeer schippern und dafür Millionen mehr Leute nach Mallorca fliegen können, dann ist CO2-Ausstoß der gleiche. So, wer ist als Nächster? Hier vorne ist jemand. Ich gebe dem Herrn das Mikrofon. Ich wollte ganz einfach mal fragen, vom Banksystem, wenn wir es so weit hätten, dass von den Zinsen den Reichen prozentual mehr weggenommen wird wie von den Armen, dann würden wir schon einen Ausgleich erreichen. Und die zweite Frage ist die Erziehung. Gewaltfreie Kommunikation, da fängt die Politik an in der Kommunikation. Das heißt, wenn die Kinder lernen würden, wie kann ich eine Kritik sagen, ohne dem anderen einfach mal weh zu tun und miteinander in Kommunikation treten, dann frage ich mich, wäre das vielleicht ein Anfang, anstatt nur mit dem Mobiltelefon rumzurennen und dann noch nicht mal zu wissen, ob man vielleicht jemand Grüß Gott und auch Wiedersehen sagt, ohne den Mund aufzumachen. Das wird uns ja verwehrt, nur noch Mobiltelefon, Verblödung. Vielleicht mal eine Frau zur Abwechslung? Ja, wo? Ja, nehmen wir die Sonja. Ja, nehmen wir die Sonja. Also ich habe so den Eindruck, aus meinen Erfahrungen, aus Gesprächen mit allen möglichen Leuten, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das schon sehen, dass die Ursache der ganzen Probleme in den Wirtschaftssystemen liegt, die wir haben, und an dem Profitsystem liegt. Und dass sie das eigentlich verändert haben möchten. Da glaube ich, gibt es ganz viele. Aber ein Problem sehe ich dabei, was immer wieder mir scheint, dass es eine Rolle spielt, zwei Befürchtungen, die Menschen haben. Erstens mal, dass es für ihr eigenes Leben Veränderungen geben wird, die vielleicht unbequem sind. Und zum anderen, dass man das ja sowieso nicht durchsetzen kann. Und dass man nicht so recht sehen kann, was die Perspektive ist. Deswegen finde ich das ganz besonders wichtig, dass man so Schritte aufzeigt. Auch wenn die vielleicht länger dauern, finde ich es ganz wichtig, dass wir die immer wieder auch verbreiten und drüber reden und Möglichkeiten aufzeigen. Das ist, finde ich, ganz dankenswert.
Ich hätte noch eine kleine Anmerkung, was ich anders formulieren würde als Sie. Und zwar, ich würde nicht von einer gut bezahlten Halbtagsarbeit sprechen, sondern von der veränderten Vollarbeitszeit, die weniger Stunden umfasst, aber als Vollzeitarbeit gerechnet wird und gedacht wird. Ja. Okay, fangen wir doch jetzt mal an zu antworten und fangen auch gleich bei Sonja an. Die Angst vor Veränderung, die Mutlosigkeit, dass keine Perspektiven konkret im Blick sind und dass sie kleine Schritte empfiehlt. Was sagst du dazu? Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich ist es natürlich so, dass diese Mutlosigkeit auch ihre Gründe hat. Also das System ist tatsächlich in einer bestimmten Logik gefangen. Sie kommen da alle nicht so recht raus und das ist einfach auch so. Aber auf der anderen Seite gibt es ja sehr viele Bereiche, wo man anfangen kann. Und ich glaube, in Krisensituationen entscheidet sich dann tatsächlich, in welche Richtung das Ganze geht. Man kann zum Beispiel damit anfangen, Städte umzubauen, zu autofreien Städten oder autoarmen Städten und konkrete Perspektiven entwickeln. Und ich glaube, dass was Sie angesprochen haben, dass Leute Angst haben vor Veränderung des Lebensstils oder dass ihnen was weggenommen wird, ne? Ich glaube, dem muss man entgegentreten, indem man ein Gesamtpaket anbietet, also eine Vision davon, wie wir zum Beispiel in Städten zusammen leben wollen. Und da ist es für Leute dann eben nicht nur so, dass ihnen irgendwie das Autofahren weggenommen werden soll, sondern Moment, es entsteht ja viel Platz. Kinder können vielleicht wieder auf der Straße spielen, ich habe nicht die Lungenerkrankungen gehen zurück, die ganze Stadt wird lebenswerter. Also man braucht meines Erachtens integrierte Visionen davon, wie es tatsächlich sich auch besser anfühlt und es mehr Lebensqualität gewonnen werden kann, wenn einige dieser Güter verschwinden. Und dafür braucht es ganz konkrete Konzepte, die natürlich auf lokaler, kommunaler Ebene auch noch besser vermittelt werden, weil es dann um die eigene Stadt geht und nicht um irgendwas Konkretes, um irgendwas Entferntes, Abstraktes. Was Sie gesagt haben, ja, mit der Vollzeit, dass man das dann Vollzeit nennt, da bin ich völlig d'accord, ja, das sollte man tun. Die Frage Umverteilung, was nützt? Oder genau, genau. Das ist eine sehr gute Frage, die Sie da mit Bezug auf Ulrike Herrmann angesprochen haben. Also allein davon, dass man die Ungleichheit aus dem System rausnimmt, ist die ökologische Frage nicht gelöst. Ne? Deswegen muss man den ökologischen Umbau und den sozialen zusammendenken. Wenn man vom ökologischen Umbau her denkt, dann führt das eben direkt zu der Verteilungsfrage, weil ein weniger in den Industrieländern und wir kommen dann nur raus, wenn wir die Überproduktion hier drosseln, führt dazu, dass das, was da ist, gerechter verteilt werden muss. Sonst ist das weder sozial durchsetzbar, noch in irgendeiner Weise wünschenswert. Und insofern muss man das beides zusammendenken. Das gilt übrigens auch für viele Ansätze zur Eigentumsfrage. Also allein davon, wenn man jetzt sagen würde, ja, die Betriebe sollen denen gehören, die darin arbeiten. Das ist eigentlich eine gute alte sozialistische Forderung. Auch eine anarchistische Forderung. Aber wenn jetzt in Heckler und Koch die Leute, die da arbeiten, wenn denen das gehört, wollen die ja wahrscheinlich immer noch Maschinengewehre herstellen, denn davon leben sie nun mal. Oder bei VW wollen sie immer noch dicke Autos herstellen. Deswegen reicht es eben nicht, diese Frage zu stellen, sondern man muss sie koppeln an die ökologische und an die Nord-Süd-Frage. Und da finde ich die Gemeinwohlökonomie dann wieder interessant, weil sie ja sagt, alle Stakeholder, das heißt alle, die von einer Entscheidung eines Unternehmens betroffen sind, müssen auch repräsentiert sein in diesen Entscheidungen. Und eine Gemeinwohlbilanz ist eben global gedacht und nicht nur lokal gedacht. Das ändert also die ganze Einschätzung davon, wie man Ökonomie umbaut. Dazu noch ein kleiner Exkurs. Wir haben bei Radio Lora vorher noch ein Interview gemacht und darüber gesprochen, über das chinesische Sozialkreditsystem, das ja auch das Gute belohnt und das Schlechte bestraft. Ob das dann nicht so etwas Ähnliches wäre wie die Bilanz, die Gemeinwohlbilanz für Unternehmen. Aber der entscheidende Unterschied, den werden wir jetzt herausarbeiten. Ja, das war ein wirklich guter Hinweis, auf den ich auch noch nicht gekommen war. Also für die, die es nicht wissen, dieses Sozialkreditsystem in China bewertet Leute mit so einer App auf dem Handy danach, ob sie ihre Oma besucht haben pünktlich und ob sie ihre Schulden bezahlt haben. Und das ziemlich beängstigend daran ist, ne, wenn man dann davon abhängt, ob man eine Wohnung bekommt oder ob man einen Job bekommt, je nachdem, wie viele Punkte man hat. Ne? Und ich glaube, dass das tatsächlich ein sehr unheimliches und dystopisches System eigentlich ist. Aber wenn man es auf Unternehmen anwendet, dann ist es eigentlich gut. Denn wenn man sich fragt, was tun die denn sozial, diese Unternehmen, ja,
und sie danach bewertet und danach bekommen sie dann zum Beispiel keinen Kredit mehr oder sie bekommen keine staatlichen Aufträge mehr, wenn sie sich wie ein Rowdy verhalten auf dem Planeten, ja, dann macht es Sinn. Und letztlich in dem Gespräch waren wir darauf gekommen, eigentlich muss diese Kontrolle, Überwachung und so weiter ja auf diese Institutionen angewendet werden und nicht auf die Bürger. Ne? Je mehr Macht eine Institution hat, desto besser muss sie überwacht werden, desto mehr muss sie sich rechtfertigen und die Leute, die Macht haben. Aber Bürger, die wenig Macht haben, sollen nicht überwacht werden. Das muss also genau umgekehrt werden. Das ist Kontrolle. Wir hatten noch das Thema Zinsen, Mobilfunk, Erziehung, Migrationspakt. Ja, also zum Migrationspakt ganz kurz. Ich kenne diesen Pakt nicht sehr gut, aber es ist ein nicht verbindlicher UN-Vertrag und er beschäftigt sich kaum damit, mit sicheren Einreisewegen, mit einer Stärkung der Genfer Konvention, sondern im Wesentlichen mit relativ vagen Feststellungen dazu, wie man Fluchtursachen besser bekämpfen möge, was inzwischen alle politischen Parteien sagen, was relativ wenig hilft. Diese Skandalisierung dieses Migrationspakts fand ich eine sehr erschreckende politische Kampagne, wo so ein unverbindlicher Pakt erstmal von der AfD hergenommen wird, um wieder Stimmung gegen Geflüchtete zu machen und wo sich dann natürlich sofort die Teile der CDU draufgesetzt haben. Also ich finde weder den Vertrag besonders fortschrittlich noch die Debatte, die da geführt wird, besonders hilfreich. Dann gab es die Frage mit Zins, ob man, wenn man die Zinslasten umverteilt, nicht mehr Gerechtigkeit herstellen kann. Ja, der Zins ist ja nun ein bestimmter Anteil vom Profit. Also ich denke, man muss, wenn man wirtschaftlich drauf guckt, nicht nur das, was Banken machen, der Zins ist ja der Profit der Bank mehr oder weniger, sondern auch das, was die sogenannte, oft etwas verklärte Realwirtschaft tut. Ne? Und wenn man Umverteilung betreibt, dann muss man das eben in allen Sektoren tun, nicht nur im Finanzsektor. Das, denke ich, sind wir uns vielleicht auch einig. Und die Erziehung spielt natürlich eine enorme Rolle für gesellschaftlichen Wandel. Ja. Wenn man sich mal anguckt, in diesem Jahr haben wir 50 Jahre Geburtstag der 68er-Bewegung, wenn man so will, gefeiert oder den Jahrestag gefeiert. Und es gibt ja verschiedene Einschätzungen, ist 68 nun erfolgreich gewesen oder gescheitert. Aber in einer Hinsicht ist 68 doch ungeheuer erfolgreich gewesen, nämlich in der Frage der Erziehung. Wir haben in Deutschland eine, nicht nur in Deutschland, eigentlich in allen mitteleuropäischen Ländern, eine jahrhundertelange Geschichte von schwarzer Erziehung, von disziplinarischer Erziehung auch in unserem Schulsystem und vieles mehr. Und in dieser Hinsicht war das ein enormer Aufbruch. Also, und ich glaube auch, dass sich tatsächlich die Art, wie wir mit Kindern umgehen, massiv geändert hat in Deutschland, wenn ich das mit der Generation meiner Eltern vergleiche und deren Eltern und so weiter. Das ist ein enormer positiver Umbruch, der auch viel dazu beigetragen hat, dass es soziale Bewegungen gibt, eine Anti-Atom-Bewegung. Also es ist ein Teil von der Befreiung gewesen. Nur bis zu einem gewissen Grad. Nur bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, unser Schulsystem ist noch ganz stark geprägt von dem preußischen oder bayerischen obrigkeitsstaatlichen System. Da steckt noch ganz viel drin, dieses Benoten, dieses Bewerten, die Menschen auf die Konkurrenz am Markt vorbereiten und vieles mehr. Aber und inzwischen gibt es ja auch eine Rollback-Bewegung, die eigentlich zu dieser Erziehung vor 68 wieder zurück will. Aber ich glaube, das sind eben gesellschaftliche Auseinandersetzungen und es geht darum, unser Schulsystem und unser Erziehungswesen durchlässiger zu machen noch und Menschen eigentlich für Kooperationsfähigkeit, wofür wir als Menschen eigentlich geeignet sind, vorzubereiten und nicht für Konkurrenz. Ja, dann würden wir jetzt in die zweite Runde gehen und wieder Wortmeldungen nehmen. Vielleicht immer abwechselnd ein Mann, eine Frau, auch im Sinne von Fabian Scheidler. Wen soll ich nehmen? Ach, das darfst du dir aussuchen. Also gut. Sind alle gleichzeitig durchgegangen. Ja, ich habe drei Punkte. Also einmal Griechenland. Da war ja so eine Hoffnung und eigentlich der Widerstand der ganzen Bevölkerung ist ja niedergeschlagen worden von Banken oder dieser EZB und so weiter. Also da ist ja eine ungeheure Macht gewesen, die das alles gleich wieder zerschlagen hat. Also dann frage ich mich, wie wir das hier anders machen könnten, sollten oder ja. Dann, soweit ich weiß, ist Island das einzige Land gewesen, das 2008
keine ausländischen Banken gerettet hat, sondern das anders gemacht hat. Wie konnten die das machen und was ist eigentlich daraus geworden, wenn du da irgendwie was noch dazu wüsstest? Und als drittes frage ich mich hier so, in Bayern hatten wir ja Landtagswahlen und ich habe also für die Linke Wahlkampf gemacht und habe mir nicht nur ein Bein ausgerissen und dann haben wir nicht mal 5% gekriegt. Also ich frage mich, sie sind eigentlich die einzige Partei, die an diesem Wirtschaftssystem überhaupt mal etwas kritisieren oder was anders machen wollen. Und trotzdem gibt es fast keine Resonanz und ich frage mich so, ja, was soll daraus werden? Dann würde ich jetzt bitten, gleich zu antworten, sonst werden wir so verwirrt durch Verschwörung, ja. Weil es ist ja doch ein ganzer Komplex jetzt, ja. Angefangen bei Griechenland, vielleicht dann auch über Italien, bis zu der Frage, wo das revolutionäre Potenzial liegt. Ja, das, die Griechenland-Erfahrung hat ja wirklich eine Art Schockstarre auch in vielen Ländern Europas ausgelöst, weil man ja gesehen hat, was passiert, wenn Bevölkerung Nein sagt mit 62% zu diesen ganzen Spardiktaten und eine Regierung das eine Weile auch versucht hat und dann einknickt und das aus ist. Nun ist, hängt das auch von der Größe eines Staates natürlich. Wir sehen das in der Auseinandersetzung zwischen Italien und der EU, jetzt Italien mit dieser fürchterlichen rechten Regierung, die natürlich für die falschen Dinge kämpft in der EU, aber strategisch kann man sich von denen was abgucken. Ne? Also sie legen das auf den Konflikt an. Und was dabei rauskommt, wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass ein größeres Land, ob das Deutschland ist oder Frankreich oder Italien und auch Spanien, dass da natürlich viel mehr Verhandlungsmacht hintersteht. Und ich habe neulich ein ganz interessantes Interview geführt mit einer Aktivistin von Attac Österreich, Lisa Mittendrein. Die haben ein Buch geschrieben. Die entzauberte Union. Die entzauberte Union, genau, einige werden das kennen, warum die EU nicht zu retten ist und Austritt keine Lösung. Und sie hat einen Begriff da geprägt, den ich sehr spannend finde, nämlich strategischen Ungehorsam in Bezug auf die EU. Die EU-Verträge sind so neoliberal, sie zwingen einen in die Standortkonkurrenz rein, sie zwingen die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und so weiter. Und man kommt aus diesen EU-Verträgen, das ist das Perfide an ihnen, ja nicht raus, weil sie Einstimmigkeit zur Veränderung brauchen. Und wenn von 27 EU-Ländern nur eins neoliberal ist, dann kommt man da nicht mehr raus. Und deswegen ist eigentlich die einzige Chance zu sagen, wenn wir was durchsetzen wollen, zum Beispiel wieder die Deutsche Bahn, die ja in so einer halben Privatisierungsdynamik drin ist und eine fatale Zerstörungsgeschichte hinter sich hat, 20 Jahre wieder zu einem vernünftigen öffentlichen Unternehmen zu machen, was gegen EU-Recht verstoßen könnte, dann zu sagen, wir machen das trotzdem und wir legen uns auf den Konflikt an. Und man sieht ja auch, die Rechten brechen ständig EU-Regeln. Auch Ungarn oder Österreich oder so in Bezug auf Flüchtlinge, ne? Die halten sich überhaupt nicht an die Regeln, ne? Das ist natürlich auch das Fatale, dass die EU immer die Linken abstraft, wenn sie nicht an Regeln halten, und die Rechten belohnt, wenn sie sich nicht an Regeln halten. Das ist natürlich auch die Schieflage. Aber ich finde, insofern muss man strategisch von der Rechten lernen, dass man sagt, wir lassen uns auf Konflikte ankommen. Ein großes Land kann das machen. Und die politischen Projekte, die wir wollen, versuchen wir durchzuziehen. Und das müssen politische Parteien, um auf die Parteienfrage eben zu kommen, auch mutig angehen. Wie die Linke jetzt in Bayern aufgestellt war, das weiß ich nicht. Aber mir kommt das oft auch extrem mutlos vor. Also man bedient so seine Themen, die auch richtig sind. Also man sagt, Hartz IV muss weg und so. Aber ich sehe nicht wirklich, dass da eine Vision, eine kämpferische Vision da ist, die auch sagt, wir spielen nicht mehr nach euren Regeln. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das kann man auch von diesen ganzen Populismusdebatten hören. Ich finde Populismus eigentlich ein fürchterliches Wort, weil es letztlich dazu dient, Linke und Rechte in einen Topf zu werfen. Ne? Das brauchen wir nicht. Aber man muss, glaube ich, davon lernen, dass zu brav zu sein und immer nach den Regeln zu spielen, es nicht bringt. Und ich glaube, dass tatsächlich, wenn man eine wirkliche Vision für einen sozial-ökologischen Umbau nach vorne bringen würde, das tut die Linke auch nicht so mutig, weil es in der Linken auch diese Widersprüche gibt zwischen denen, die sind noch für die Braunkohle und denen, die sind dagegen. Also es sind auch viele innere Widersprüche auf Länderebene, teilweise auch auf Bundesebene, die Parteien ein Stück weit blockieren, um eine wirklich mutige Vision nach außen zu transportieren, die ganz oft an der Basis da ist und die man auch in Diskussionen der Rosa-Luxemburg-Stiftung natürlich findet, aber die nicht so ganz rüberkommt. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Trotzdem sagst du ja auch, dass sie tatsächlich in Griechenland
keine Chance hatten, auszusteigen? Oder wenn, dann wären es drastische Folgen gewesen, unabsehbare Folgen vielleicht auch? Hm. Ja, also in Griechenland war die Wahl ja letztlich, ob man einen wirklichen Zusammenbruch, schnellen Zusammenbruch riskiert. Ein Zusammenbruch war es ja 25% Schrumpfung der Wirtschaftsleistung. Das hat es noch nie in Friedenszeiten gegeben in einem europäischen Land. Also, aber wenn sie Nein gesagt hätten damals, die EZB hat ja damit gedroht, den Geldstecker zu ziehen, waren schon dabei, ne, dann hätten sie einen kompletten Zusammenbruch ihrer Währung und Wirtschaft gehabt. Das kann man machen, aber da muss die Bevölkerung vorbereitet sein, da muss sozusagen eine wirklich revolutionäre Stimmung da sein. Wenn die Leute sagen, ja okay, wir riskieren das, wir wissen, dass wir dann echt harte Zeiten bekommen, die importierten Güter werden doppelt und dreimal so viel kosten. Aber wir nehmen das auf uns, weil wir die Vision haben, dass wir in 10 oder 20 Jahren eine andere unabhängige Gesellschaft haben, die auf Solidarität beruht und so. Wenn du sowas hast, wie man es in Spanien in den 30ern zum Beispiel hatte oder so, dann kann auch ein kleines Land so einen Bruch riskieren. Aber da muss man sich klar sein, dass man wirklich im sozialrevolutionären und relativ harten Modus drin ist. Und ja. Naja, Varoufakis war der Anfangsmeldung. Varoufakis, der damalige Finanzminister, war der anderer Meinung. Er meinte, es hätte eine Option gegeben. Das wäre möglich gewesen. Ja, aber ich habe bis heute nicht verstanden, wie das hätte funktioniert. Ja, ich weiß nicht, haben Sie sein Buch gelesen? Der hat das total beschrieben, ah, ja, wie die Verhandlungen liefen. Ja, ja, das weiß ich, wie die Verhandlungen liefen, aber wie auch die Alternative. Auch das eine Alternative gewesen, dann nämlich nur Parallelwährung einführen. Und es war schon in guter Vorbereitung. Also er schildert es anders. Ja. Er schildert es als Rückzug, der überhaupt nicht nötig gewesen wäre. Ja. Können Sie noch mal den Namen nennen? Varoufakis. Ja, wen nehmen wir jetzt wieder? Danke. Wenn wir schon bei Revolutionen sind oder revolutionären Ideen, das parlamentarische System ist ja total obsolet. Das parlamentarische System funktioniert doch einfach nicht mehr. Das Ergebnis haben wir doch augenblicklich. Die Menschen wollen etwas und die Politiker, Politikerinnen machen was anderes. Also sie sind überhaupt nicht unsere Vertreter oder Vertreterinnen. Also andere Systeme. Wir haben ja 100 Jahre Räterepublik hier gehabt. Okay, man kann sich Gedanken machen darüber. Oder man kann sich überlegen, ob man nicht ein total neues System, und zwar Losverfahren, eventuell einbringen könnte. Ich denke, man sollte einfach auch auf dem Gebiet ein bisschen Fantasie haben. Ich glaube, eine ähnliche, deswegen jetzt vielleicht Michael Köhler hat er auch, die hatte mir im Vorfeld nämlich schon geschickt, seine Frage. Ja, ich wollte auch auf das Stichwort Parteien eingehen und auf diesen Elefant im Raum. Und da würde ich die Parteien und unser etabliertes Parteiensystem schon auch dazu zählen. Wenn man sich nochmal erinnert, Sie haben ja auch das Grundgesetz Artikel 14 und 15 erinnert. Ich erinnere an den Artikel 21, da steht drin, dass die Parteien bei der politischen Willensbildung mitwirken. Mitwirken. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was die Parteien, nämlich insbesondere die Kartellparteien CDU und SPD, daraus gemacht haben, dass sie ein Kartell gebildet haben zur Sicherung ihrer eigenen parteipolitischen Vorteile. Und zum Zweiten ein Monopol gebildet haben für politische Willensbildung, das heißt für politisch legitimierte Äußerungen. Und dann solchen zivilgesellschaftlichen Bewegungen wie ATTAC auf eine sehr hinterhältige Art und Weise diese Mitwirkung bei der politischen Willensbildung bestreiten, indem sie eben die Gemeinnützigkeit aberkennen. Ja. Und ich meine, man muss dies skandalisieren und muss zum Beispiel skandalisieren, dass dieser Bundesminister Schäuble seine Funktion als Finanzminister missbraucht hat, um parteipolitisch motiviert diese Anfechtung des Hessischen Finanzgerichts
dass die Gemeinnützigkeit ATTAC zuerkannt hat, an das Frankfurter Finanzamt anzuweisen und somit uns diese Gemeinnützigkeit auf weitere Zeit abspricht. Okay, wir gehen da jetzt noch mal kurz noch ein, was jetzt da bei ATTAC im Gange ist, und kommen dann auf diese Frage, bevor wir jetzt die nächsten wieder nehmen, vielleicht jetzt auch erstmal auch gleich wieder ein Parteiensystem. Welche Hoffnung können wir noch auf Parteien setzen, das repräsentative System überhaupt? Da hast du ja auch deine Vorstellungen. Ja, also erstmal zur Gemeinnützigkeit von ATTAC. Das ist vollkommen richtig, das ist ein unglaublicher Skandal, was da gelaufen ist und läuft. Man muss ja auch sagen, ich bin in den Details jetzt nicht drin, aber mir ist auch nicht zu Ohren gekommen, dass Scholz irgendeine andere Strategie fährt als Schäuble. Das ist das Bundesfinanzministerium, das jetzt dahinter steckt, also diese Entscheidung des Hessischen Gerichts anzufechten. ATTAC war, ich glaube, 2012 oder 2013 die Gemeinnützigkeit entzogen worden vom Finanzministerium in Hessen. Und darauf. Begründung noch sagen? Ja, mit der Begründung, dass man sich zu sehr ins politische Tagesgeschäft einmischen würde. Ne? Nun muss man wissen, dass selbst die Bertelsmann Stiftung, die sich ja nun auf massive Weise einmischt, gemeinnützig ist, ne? Offensichtlich politisch motiviert. Das Frankfurter Finanzministerium ist ja sowieso berüchtigt, den besten Finanzinspektor, der dafür gesorgt hat, dass dem Finanzministerium zweistellige Millionenbeträge gewonnen hat, weil sie Steuerbetrug bei der Commerzbank aufgedeckt haben, den haben sie für verrückt erklärt und abgeschoben. Ne? Also ja, und dass sich jetzt dann auf Bundesebene das Finanzministerium da eingeschaltet hat, ist wirklich unsäglich. Herr Scholz verhindert ja auch mit allen Mitteln, dass die Steueroasen geschlossen werden. Er hat alles, nicht mal die aufgeweichtesten europäischen Transparenzregeln lässt er zu. Also das muss man wirklich skandalisieren. Und Cum-and-Ex-Geschäft lief jahrelang weiter. Ja, liefen jahrelang weiter. Und ich meine, nicht nur die CDU, sondern auch die SPD-Finanzminister haben eine lange Tradition. Man muss sich auch mal angucken, das haben wir beim Bankentribunal ja auch alles aufgedeckt, was sie wussten. Und auch einen Herr Steinbrück, mit welchen Punkten, für wen er dann nach seinem Ausscheiden dann letztlich das Geld verdient hat. Also das muss man skandalisieren. Und damit sind wir ja bei der Frage von Parteien und der repräsentativen Demokratie. Man muss zur repräsentativen Demokratie wissen, dass sie ursprünglich nicht als Demokratie gedacht war. Der Hauptautor der US-amerikanischen Verfassung, die ja mal als Vorbild für unsere modernen Demokratien gilt, James Madison, hat ganz klar gesagt, was wir hier wollen, ist eine Republic und keine Democracy. Und eine Republic bedeutet, dass im Großen und Ganzen ein Club von weißen, wohlhabenden Männern über die Dinge entscheidet und alle vier Jahre stellen sich zwei Fraktionen von weißen, wohlhabenden Männern zur Wahl. So, das war die amerikanische Verfassung in ihrer Urform gewesen. Und Democracy fand er gefährlich, weil da wollen all die Leute mitreden, die wir raushalten müssen aus dem politischen Prozess. Und damit meinte er Frauen, Schwarze, die amerikanischen Ersteinwohner und arme Leute. Und diese Leute haben dann über 100 Jahre gekämpft, um überhaupt ein Wahlrecht in den USA zu haben. Und in Europa war es ja nicht anders. Das heißt, man muss sich klar sein, was die, eigentlich war es eine Oligarchie, das repräsentative System am Anfang. Aber die Leute haben sich über 100, 150 Jahre lang Rechte erkämpft und die repräsentative Demokratie zu etwas gemacht, was mehr war als am Anfang. Damit ist es überhaupt nicht die perfekte Demokratie, überhaupt nicht. Aber ich finde, wir müssen sie verteidigen gegen diejenigen, die die jetzt auch noch abschaffen wollen. Ich gebe dir vollkommen recht, wir müssen sie erweitern, vertiefen. Rätedemokratien können viel demokratischer sein als ein repräsentatives System. Es gibt auch interessante Studien dazu, wie Losverfahren funktionieren können. Ich habe das lange für Unsinn gehalten, weil ich dachte, ja, irgendwelche Leute ausloten, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, da kommt nur Mist bei raus. Aber es geht um qualifizierte Zufallsauswahl, also die Leute werden erstmal sozusagen nach verschiedenen gesellschaftlichen Milieus ausgewählt und sie bilden sich fort, wenn sie ausgewählt werden. Über Monate beschäftigen sie sich mit Themen. Und die Ute Scholl hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Demokratie, die Unvollendete. Das kann ich allen empfehlen. Da stellt sie das also sehr ausführlich dar, diese verschiedenen anderen Formen von Demokratie. Die kann man sich kostenlos runterladen. Kann man sich bei Mehr Demokratie e.V. auch kostenlos runterladen. Kann man kostenlos schicken lassen. Ah, sogar das, ja. Super. Also dann ist es hier ja schon bekannt. Da muss man ja nicht so viel Werbung dafür machen. Aber das ist vollkommen richtig. Aber ich...
würde eben auch gerne dazu sagen, dass wir eben das, was das repräsentative System, was noch da ist, davon trotzdem verteidigen müssen, obwohl es nicht richtig funktioniert, das ist vollkommen klar. Es war auch nie dafür gedacht, uns um Menschheitsfragen langfristig, ne? Es ist in dem vierjährigen Wahlzyklus auch gar nicht möglich, diese Fragen ernsthaft zu debattieren. Ja, dann denken wir doch jetzt auch gleich weiter, dass es ja um die Demokratisierung der Ökonomie geht, die ja eine nachholende Demokratisierung wäre. Dann, also vielleicht sagst du dazu noch was. Ja. Ja, zu der Mythologie unserer Demokratie gehört es ja auch, dass wir immer so tun, als hätten wir Demokratie. Auch wenn man die nun als repräsentativ definiert, was ja auch verkürzt ist. Nein, haben wir nicht, weil wir einen Großteil unseres Lebens in völlig undemokratischen Institutionen verbringen. Noam Chomsky hat immer wieder betont, dass große Unternehmen, manchmal auch kleine, wie absolutistische Tyranneien funktionieren. Da gibt es keine Demokratie. Ne? Da entscheiden bestenfalls die Shareholder, aber nicht die Mitarbeitenden. Und insofern, das ist ja auch ein Thema, was es seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten eigentlich schon gibt, Wirtschaftsdemokratie, die Demokratie darf nicht am Werktor enden. Irgendein Telefon bimmelt da hinten. Aber, und daraufhin hatte ich ja am Anfang schon hingewiesen, dass man also Unternehmen in Belegschaftshand bringt, das ist eine gute Sache, das sollte man tun. Aber damit sind nicht alle Fragen gelöst. Also die Frage der Demokratie stellt sich ja im globalen Maßstab. Wenn jetzt die Deutschen sagen, also die Mitarbeiter vom VW sagen, wir wollen dicke Autos produzieren, oder wenn alle Deutschen sagen, jawohl, wir wollen weiter auf Kosten aller anderen wirtschaften, was ist denn dann? Ja, also muss man sich auch darüber Gedanken machen, was sind eigentlich demokratische Rechte von denen, die nicht innerhalb unserer Landesgrenzen sind. Ne, zum Beispiel ein Recht auf Leben, das allerelementarste Recht, was wir durch, durch das Klimakaos vielen Leuten nehmen. Ne. Also insofern müssen wir Demokratie eigentlich anders global auffassen und nicht nur national. Christiane, du bist wahrscheinlich nicht zufrieden, oder? Du, das können wir später machen. Okay. Ja? Ach, du hast glaub, die Qual. Ja, ich glaube, der Herr hat sich schon. Ihr Thema ist Chaos. Und wir wissen, dass in dieser Welt nicht nur ein Chaos gibt, sondern es gibt Chaos sind. Und dann möchte ich gerne jetzt alles zurückführen auf ein ganz bestimmtes Chaos. Und nämlich Chaos in der Ökonomie, also in der Weltwirtschaft, Nationalwirtschaft. Warum ist dort ein Chaos? Ganz einfach, also kann ich das für mich erklären, weil Menschen, die über Geld verfügen, jeder Einzelne, darf diese Geld wieder investieren, um mehr Geld zu machen. Das ist der Grund über alles, was danach kommt. Die ganze Chaos in der Umweltbeschädigung, der Chaos in sonstigen Bereichen des Zusammenlebens führt tatsächlich zu diesem Grundchaos, weil aufgrund des Rechts, Geld zu investieren, entstehen natürlich Unternehmen, tausend Unternehmen, die, jetzt kommt der entscheidende Punkt, die sich gegeneinander abschotten. Das heißt, es gibt gar keine Koordination. In der Ökonomie gibt es keine Koordination, also momentan jedenfalls nicht. Das bedeutet, das heißt, es ist die Frage an Sie, Sie sind Experte, auch die Gemeinwohlökonomie, da führt natürlich die Einzelinvestition auf eine Gruppeninvestition. Das heißt, der Einzelegoismus der Einzelnen führt man auf einen Gruppenegoismus. Das heißt, ein Unternehmer, der ist zwar von der Belegschaft geführt, aber der will auch nicht nur andere Unternehmen wieder. Das heißt, dieses Chaos wird nur verlagert. Und dieses Chaos heißt eigentlich nicht Koordinierbarkeit. Verstehen Sie? Das heißt, was ist denn Ihre Antwort? Bitte danke, ich will die Frage nicht enthalten. Also meine Frage ist, meine konkrete Frage, ist das nicht besser? Anstatt diese ganze Retuschierung der Marktwirtschaft, in welcher Art auch immer, soziale Marktwirtschaft, was weiß ich, gerechte Marktwirtschaft, dass man eine zentrale Marktwirtschaft unter Verwendung der modernen Technologie, dass man das alle, also sind heutzutage tatsächlich wirklich 10 Milliarden Menschen mit 10 Milliarden Wirtschaftsfaktoren, was das für Zahlen, das ist lächerlich heutzutage, die kann man zentral erst einmal erfassen,
deren Wünschen, deren Bedarf und aber man kann auch die Ressourcenzuteilung, Kräftezuteilung auch zunächst einmal berechnen. Also meine Frage ist so, anstatt wieder schon wieder mit der Marktwirtschaft und privates Eigentumrecht auf die Produktion, gemeinsam eine zentrale Planwirtschaft. Also eine zentrale, bedarfsorientierte, eine, also über die elektronischen Medien wird der Bedarf ermittelt, ja, und dann wird praktisch auch zu einer neuen Form von Planwirtschaft. Absolut, das ist aber demokratisch, also das Ganze nicht vergessen, demokratisch. Demokratische Planwirtschaft, das war die Idee, glaube ich. Okay. Willst du gleich antworten? Oder? Ja, gleich antworten. Ich glaube, man muss antworten, ja. Naja, es erinnert schon ein bisschen an Lenins Ideen natürlich. Ne? Nein, schon wieder ja, so an Lenin. Nein, nein, aber die zentrale Idee, also nur um das historisch einzuordnen, ist von Lenin war, dass man das, was der Kapitalismus chaotisch macht, koordiniert macht. Das heißt, dass man, er hat das also ausgedrückt, wir haben sozusagen staatsmonopolistischer Kapitalismus mit Sozialismus, wenn wir dann umverteilen. Ne? Das war eigentlich das ökonomische Programm Lenins. Er hat übrigens die deutsche Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg vor Augen, wo unter Rathenau das alles extrem zentralisiert für die Kriegswirtschaft gemacht wurde. Und er wollte natürlich nicht den Krieg, sondern er hat gesagt, guck doch mal an, wie das geht. Wenn die wollen, können die das nämlich auch, die Kapitalisten. Wir machen das für den Sozialismus. Das war das Thema Koordination. Und dann haben sie gemerkt, dass eine total durchgeplante Wirtschaft schlecht funktioniert und haben dann mit der neuen ökonomischen Politik in den Anfang der 20er eine gewisse Öffnung für Marktelemente versucht. Und dann gab es wieder einige reiche Leute, die wieder mehr Macht hatten. Das hat auch Probleme gebracht. Aber das war ein Versuch. Ich glaube aber, dass sozusagen, wenn man, je mehr man zentralisiert, desto mehr schafft man neue Machteinheiten. Ne? Und je größer, das war übrigens auch ein Argument von Madison bei der amerikanischen Verfassung, wir wollen ein besonders großes Territorium, also nicht ein Verbund von einzelnen kleinen Bundesstaaten, sondern wir wollen ein großes Territorium, weil dann sind nämlich unsere Wähler noch weiter entfernt von ihren Repräsentanten. Und dann ist nämlich mit der Demokratie auch nicht mehr so weit her. Das heißt, je größer die Territorien sind, je weiter die Leute entfernt sind von den Entscheidungsträgern, desto schwieriger ist Demokratie letztendlich zu machen. Deswegen würde ich vor Zentralisierung da eher warnen. Aber vielleicht mal bei der bedarfsorientierten Planwirtschaft, die ja eben regionalisiert. Ja, regionalisierte Planung kann total Sinn machen. Zum Beispiel auch, wenn man Dinge als Commons organisiert. Ne? Commons bedeutet ja, dass Dinge gemeinschaftlich genutzt werden nach gemeinschaftlich organisierten Regeln, die man aushandelt und bestimmt. Und das bedeutet natürlich eine Art von Planung, dass man sagt, wie nutzt man diese Ressourcen, wie verteilt man das, was diese Ressourcen ergeben und so weiter. Und da bin ich durchaus für gesellschaftliche Planung. Nun glaube ich nicht, dass wir uns Planung immer auf der Staatsebene vorstellen müssen, auf der national- oder suprastaatlichen Ebene, sondern Regionalplanung, das macht Sinn, ja. Es ist immer eine Frage, Leute, Frau Reitschuss, immer meine Frage ist, wir haben heute die Techniken dazu. Lenin wusste das, nur der Techniker nicht, aber der Amerikaner nicht. Wir haben tatsächlich eine Vernetzung von ungeheurer Leistung der Computer. Wir haben halt Internet, wir haben alles Mögliche. Ja, ein Wort vielleicht noch dazu von dir. Ist für dich die Digitalisierung eine Chance, dass wir auch also ja bei der Ermittlung von sinnvoller Produktion, bei der auch der Ermittlung dessen, was wir lassen müssen, was wir, welche Spielräume wir haben, dass das ein Werkzeug des Fortschritts sein könnte? Auch für die Demokratie. Für die Demokratie? Nun ja, also im Moment, was wir in der Digitalisierung erleben, ist ein genau das Gegenteil. Es ist ein Mittel der Machtergreifung für ein paar Konzerne, die unsere gesamten sozialen Kontakte unter ihre Fittiche gebracht haben, wie bei Facebook, die unsere gesamten Angewohnheiten, politischen Vorlieben und so weiter so einordnen. Julian Assange hat mal gesagt, es ist der schlüsselfertige Staat für den Faschismus, der uns, der da geliefert wird aus einer Mischung von privaten Konzernen, Digitalkonzernen und Nachrichtenagenturen. Ne? Undemokratisch. Ja, ja. Dann muss man sich auch klar machen, dass diese ganzen Unternehmen haben völlig intransparente Algorithmen, die zum Beispiel sagen, welche Informationen bekommen sie, wenn sie bei Facebook sind? Welche Videos werden ihnen angeboten, wenn sie bei YouTube sind? Das sind alles Algorithmen, die völlig intransparent sind und diese Unternehmen üben auch massiv Zensur aus. Also ich will nur damit sagen, was sozusagen an problematischen Aspekten in der Digitalisierung läuft.
Es läuft auch übrigens das... Aber nach vorne gedacht. Ja, ja, nach vorne. Wenn man das nach vorne denken will, kann man natürlich digitale Techniken auch für einen fortschrittlichen Umbau nutzen. Aber da muss man sich wirklich fragen, welche braucht man wirklich? Und in dem Maße, wie man... Also die Piraten haben das ja probiert mit Fluid Democracy und alles mit Klicks. Ich glaube, dass die reale Begegnung von realen Menschen, die sich organisieren, um etwas zu verändern, völlig unverzichtbar ist. Das kann man nicht durch Algorithmen und nicht durch digitale Erhebungen ersetzen. Man kann es an bestimmten Punkten ergänzen. Man kann Digitaltechnik nutzen, um ein Stimmungsbild zu machen. Ja? Aber ich glaube nicht, dass man die reale Präsenz von Menschen, das auch manipulierbar ist, ne? Diese Plattform. Er will doch keine realen Menschen wegstreichen, das ist ja nicht so. Wir wollen nur noch diese Unkoordiniertheit beheben, verstehen Sie? Wir wollen nur, dass die Menschen, dass die Unternehmen offen sind, dass die ihre Daten hergeben mit der Zentrale, die genau abrechnen, das ist ja, die haben doch mit, die wollen Menschen doch nicht weg digitalisieren, das ist doch das denn. Ja. Nehmen wir mal die nächste Frage. Ich glaube, der Joachim hat sich schon lange gemeldet. Ich habe eine Frage, du hast gesagt, die Deutsche Wohnen, dass da in Berlin eine Organisation dann arbeitet, die zu enteignen. Wie heißt das? Habe ich es denn mitgekriegt oder hast du es nicht gesagt, den Namen? Ist denn das der Elefant, den wir nicht sehen? Also, dass man eben die Deutsche Wohnen enteignen müsste, dass man diese ganzen Familienstiftungen enteignen müsste und dass man einfach alle über 1 Milliarde enteignen müsste. Also wäre das nicht die Forderung, die Linke aufstellen müsste, diese revolutionäre Forderung, nicht nur ein normales Wirtschaftssystem, bla bla, sondern die Enteignung. Weil man sieht ja, du hast ja gesagt, man weiß nicht, wo geht es hin, geht es nach rechts oder geht es nach links? Und bei der Finanzierung von der AfD, die ja so im Dunkeln ist, ist es Zufall, dass die AfD so hochkommt oder steckt da einfach jemand so viel Geld rein, dass sie so hochkommt? Bei der Enteignung erinnere ich auch nochmal an was Sonja wissen wollte, die Schritte, also die Schritte zur Veränderung, zum Beispiel ja auch zur Schrumpfung des Finanzsystems, diese ganze Schrumpfung, wie könnte die vonstatten gehen und so eben auch, da gehört dann die Enteignung auch dazu. Ja, großer Fragenkomplex. Deutsche Wohnen enteignen, ich glaube, die heißt einfach so, die Initiative. Wenn man das googelt, dann kommt man relativ schnell, glaube ich, darauf, auf diese Seite von der Initiative. Die bereitet also einen Volksentscheid in Berlin vor, um genau das durchzusetzen. Und ich finde, das muss man eben auch offensiv als sozusagen unter Berufung auf das Grundgesetz nach vorne bringen. Ne? Weil viele Leute denken bei Enteignungen an diese unrechtmäßigen Enteignungen, die Nazis gemacht haben. Ich würde auch eher sagen, eine Wiederaneignung von den Dingen, die einem genommen wurden. Weil die Leute, denen das jetzt gehört, die Deutsche Wohnen, die haben diese Häuser ja nicht mit ihren Händen gebaut. Ne? Warum gehört ihnen das eigentlich? Also sie auch nicht mit ihrem Geld. Auch nicht mit ihrem Geld. Ne? Die haben das in Berlin... wurden die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften in den 90er Jahren für ein Appel und ein Ei unter Herrn Wobereit privatisiert. Und die haben ein Zehntel oder Zwanzigstel dessen bezahlt, was es heute wert ist. Ne? Das kann man ihnen vielleicht sogar wiedergeben. Das Grundgesetz sagt, man muss entschädigen. Aber faire Entschädigung bedeutet eben vielleicht das, was sie am Anfang mal bezahlt haben. Das ist nicht der Marktwert. Das ist das Entscheidende ökonomisch. Dann die Frage mit der AfD. Ist es Zufall? Es ist ja jetzt gerade rausgekommen, dass wahrscheinlich der Herr Fink, einer der Milliardäre, die schon in der Nazi-Zeit mit Degussa die Nazis geschmiert haben, ganz dick. Degussa ist das Unternehmen, das auch in den Konzentrationslagern aktiv war und so weiter. Gehört auch Mövenpick, ne? Der hat da einige zweistellige Milliardenbeträge wahrscheinlich in die AfD inzwischen reingesteckt. Und das ist natürlich die extrem gefährliche Entwicklung, die wir sehen und die wir historisch ja gehabt haben. Wenn das Kapital das Gefühl hat, sie müssen den rechten Rand jetzt finanzieren, um eigentlich einen sozialen Aufruhr zu verhindern. Wenn die Wahl haben zwischen links und rechts, gehen sie immer nach rechts. Auch wenn die nicht mögen. Ja? Aber sie finanzieren die. Das war bei den Nazis ganz genauso. Es gab sehr viel Skepsis in den 20er, 30er Jahren gegenüber den Nazis beim Finanzamt und auch beim Realkapital.
Aber irgendwann haben sie gesagt, das ist die beste Möglichkeit, um die Gewerkschaften zu zerschlagen, die Linke kaputt zu machen und den Weg zu ebnen. Und da sind Einzelne jetzt schon dabei. Übrigens Bolsonaro, der Faschist in Brasilien, ist ganz massiv nicht nur von den Soja- und Zuckerbaronen finanziert worden, sondern auch von anderen Milliardären, die eben Interesse daran haben, dass Brasilien faschistisch wird. Und das muss man dann früh erkennen und skandalisieren. Und in Deutschland ist ja zum Glück verboten, eigentlich diese Art von Wahlkampf zu spenden. Ne? Sollte man vielleicht so Quantum Klappen auch das zurückgeben, das die mal in BMW reingesteckt haben und den Rest? Ja, also ich meine, erstmal muss man natürlich sagen, dass die alle nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Verbrechen, für die die Quantum Klappens verantwortlich waren, nicht enteignet wurden, ist ja sowieso schon mal absurd. Ne? Man kann natürlich sagen, alle Vermögen über einer bestimmten Summe müssen enteignet werden, aber man muss natürlich sich klar sein, dann braucht man für Kapitalverkehrskontrollen. Also bevor man diesen Gedanken auch nur ausspricht, wenn je eine Regierung sowas tun würde, ne, muss man natürlich vorher dafür sorgen, dass das Geld nicht einfach über die Grenzen verschwinden kann. Das ist dasselbe Problem, mit dem Varoufakis und Tsipras zu kämpfen hatten, wenn die sagen, wir machen eine neue Währung, dann ist natürlich das Kapital über Nacht weg. Das heißt, man muss sofort eigentlich, bevor man den Gedanken auch nur ausspricht, die Grenzen zu machen, das ist mit EU-Recht nicht kompatibel, wiederum Kapitalverkehrskontrollen einzuführen. Ja, genau. Aber ich finde, diese Dinge überhaupt mal anfangen auszusprechen, dass wir uns die Eigentumsverhältnisse nicht so bieten lassen müssen, ist ganz richtig. Und es gibt auch verschiedene Methoden der Enteignung. Steuerpolitik kann enteignen. In Großbritannien gab es mal einen Steuersatz von 100%, Spitzensteuersatz. Das war quasi auch die komplette Enteignung der Großen. Kann man auch machen. Ne? Es gibt verschiedene Methoden, das zu tun. Nehmen wir die nächste Frage. Ja, ich wollte nochmal zurückkommen auf die Bankenkrise und Finanzkrise. Weil die nächste Krise kommt bestimmt, haben Sie, glaube ich, auch gesagt, und damit kann man rechnen. Und was schützt uns davor, dass das nächste Mal es genauso läuft wie bisher, nämlich dass die Banken wieder vom Staat alimentiert werden? Was schützt uns wirklich davor? Nichts. Ja? Und ich frage mich, ob es nicht sinnvoll wäre, dieses Thema mal zu setzen, also in die Öffentlichkeit zu setzen und das als Forderung in die Öffentlichkeit zu bringen, auch an die politischen Parteien natürlich ranzubringen und zu sagen, Leute, wenn die nächste Krise kommt, wer macht mit? Ja, wir wollen das nicht wieder finanzieren, wir die Allgemeinheit. Ich glaube, es müsste doch ein populäres Thema sein, sogar in Deutschland von mehr als 50% der Bevölkerung. Und Und jetzt ist auch meine Frage, wie bringt man denn so ein Thema in die Öffentlichkeit hier? Die kleine Attac zum Beispiel. Wie bringen Sie die Themen in die Öffentlichkeit gegen diese hochalimentierten Medienkonzerne? Wie können wir es schaffen, so ein Thema zu setzen? Das ist eigentlich meine Hauptfrage. Und wie kann man sich politische Veränderungen so überhaupt vorstellen? Was haben wir für Mittel? Ja. Okay. Also ich wollte nochmal auf den Elefanten zu sprechen kommen, aber anders interpretiert als vorne hier. Und zwar, ich sehe den jetzt ein bisschen als die ökologische Frage an auch, also mit Modulatur oder so. Und meine Frage ist, wie kommt jetzt eigentlich die grüne Frage mit ins Spiel? Wir reden die ganze Zeit über die soziale Frage, aber nicht ökologisch. Wie kommt das sozio-ökologische sozusagen ins Spiel? Wie kommt das Grüne ins Spiel? Okay. Ja, vielleicht nehmen wir die beiden erst. Okay. Okay, dann noch eine. Was ich ganz wichtig finde, bevor man jetzt, also ich finde Utopien total wichtig und man soll die auch offensiv formulieren, aber ich finde, man kann einfach auch schon viel erreichen, indem man den Kapitalismus bei seinen eigenen Ansprüchen mal ernst nimmt. Also zum Beispiel, wenn die bürgerliche Gesellschaft eine Leistungsgesellschaft ist, dann müssten eigentlich am allerlautesten diejenigen von der CDU und FDP gegen das aufstehen, was sie jetzt dargestellt haben, also die eklatante Ungleichverteilung von Vermögen beispielsweise. Und da kann man, glaube ich,
viel auch, das wäre vielleicht auch ein Trick für die Debatte, also dass man nicht zu schnell vorschießt in utopisch oder Denkweisen, die dann als utopisch abgekanzelt werden, sondern einfach mal auf das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit zum Beispiel pochen. Und dann ist es überhaupt nicht so rechtfertigt, dass eine Krankenschwester irgendwie 1600 Euro verdient und Leute, die schädliche Arbeit im Finanzsystem machen, Millionen kassieren. Einfach vor dem Prinzip, das in unserer Gesellschaft schon gilt. Ja. Ja, vielen Dank. Sehr gute Fragen. Vorbereitet sein auf die nächste Bankenkrise, das ist ganz entscheidend. Und ich muss sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen mitschuld, aber nach dem Bankentribunal waren wir alle, glaube ich, ein bisschen ausgebrannt. Es ist auch in Attac seitdem keine Initiative zustande gekommen, bundesweit oder lokal, die sich das auf die Fahnen geschrieben hätte, zu sagen, was sind eigentlich Konzepte und wie können wir Bündnisse schmieden? Und ich glaube, Bündnisse sind ganz entscheidend. Also es ist gut und schön, wenn sich eine Münchner Lokalgruppe jetzt dem widmet, aber ich glaube, der nächste Schritt müsste sein, Bündnisse einzugehen. Und ich kann mich an einige Diskussionen erinnern, wo andere Leute, Kollegen gesagt haben von anderen Organisationen, ob das Oxfam waren oder andere, die haben gesagt, ja, lasst uns doch mal zusammen überlegen, was machen wir am Tag X? Konzepte entwickeln, also sowohl strategische als auch inhaltliche Konzepte entwickeln. Und ich finde, das sollte man breit zivilgesellschaftlich tun. Denn die einzige Chance ist, wenn es wieder kracht und die Regierungen werden es schwerer haben als das letzte Mal. Erstens sind die Zentralbankzinsen sehr weit unten, da können sie nicht mehr so viel machen. Und zweitens ist die Akzeptanz der Bevölkerung für weitere Bankenrettungen nicht sehr groß. Das heißt, da hat man eigentlich eine Chance reinzugrätschen, wenn man vorbereitet ist, als breites Bündnis. Und da, glaube ich, würde man viele Bündnispartner in anderen Organisationen finden, wenn man sagt, wie können wir denn ein zukunftsfähiges Bankensystem uns vorstellen und was wären die konkreten Schritte, um im Krisenfall das von A nach B zu verändern. Meine Idee war eben, das lange bevor das nächste Mal kracht, ja, in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja, also, aber erstmal braucht man ein Konzept. Also einfach zu sagen, hallo, man muss sich Gedanken machen, ist schön, aber besser ist es, wenn man wirklich eine Idee hat, was man stattdessen machen sollte. Und das hat bisher keiner so wirklich. Das Einzige, was ich kenne, ist ein Papier aus der Linksfraktion, das 2010 entstanden ist, wo die Autoren gesagt haben, man kann eben die dritte Säule, den privaten Sektor eigentlich über den Jordan gehen lassen und stattdessen eben die öffentlich-rechtlichen und die genossenschaftlich. Theoretisch kann man die über den Jordan gehen lassen, aber praktisch, also wie werden die dann entschädigt oder geschrumpft? Gibt es dann Währungsschnitt oder gibt es da Enteignung? Also ich meine, es ist auch ein Schritt, den man sich mal vorstellen können müsste. Da haben sich jetzt wahnsinnige Geldberge aufgeblasen, also Schuldenberge, die ja auch Forderungen sind an Land und Boden und Arbeit und Rückzahlung. Wie könnte man sich so einen Rückführungsprozess vorstellen? Ja. Von diesem aufgeblähten Finanzmarkt aus leistungslosen Einkommen. Ja, also natürlich sind das aufgeblähte Assets und die Leute, die diese fiktiven Nummern auf dem Konto haben wollen, dafür sozusagen harte Währung haben. Und was kann man anders machen als bei der letzten Finanzkrise? Erstmal muss man die Banken von ihnen relativ gut kennen. Ne? Und oft wissen wir gar nicht, was in ihnen drin steckt und im Schattenbankensystem wissen wir das noch viel weniger. Das heißt, das Entscheidende ist ja, dass man im Krisenfall sagen kann, welche Teile der Bank müssen wir retten, damit nicht irgendwie mehrere Millionen Rentner pleite gehen, weil da der Rentenfonds drin steckt. Das sind ja alles Ketten, das ist alles miteinander verschaltet. Das heißt, man bräuchte eigentlich erstmal einen Schaltplan, wo das Ganze drin steckt. Und dann müsste man entscheiden, okay, die Rentenkasse, die retten wir. Aber die ganzen Aktionäre, die da und Gläubiger, die da sonst noch dranhängen, die müssen wir nicht mitretten. Deren Vermögen wird einfach verdampft, ganz einfach. Ne? Ja, es sind ja nur Nummern auf dem Konto. Aber du musst dann entscheiden, was sind sozusagen die Dinge, die du retten musst, wo das Soziale drin steckt und die Dinge, die du nicht retten musst. Und da sind die Banken noch immer, wo sich ein bisschen was geändert hat, zu intransparent führt. Erstmal muss man wissen, was drin steckt. Und dann brauchst du einen Plan, wie du eben die Teile dann, du musst sie wahrscheinlich erstmal verstaatlichen, aber die Verstaatlichung ist meines Erachtens, kann nicht der Endzustand sein. Es wurde ja viel verstaatlicht 2008. Aber Vergesellschaftung ist dann eigentlich das entscheidende Wort. Wie schaffst du daraus Institutionen, ob im genossenschaftlichen oder im öffentlich-rechtlichen Sinne, die Kredite für nach ökologischen und sozialen
Kriterien bereitstellen. Das ist der entscheidende Trick beim Umbau. Und das ist ein weiter Weg, denn viele, die jetzt umbauen wollen, sagen, ja, wir müssen das System stabiler machen. Aber was hilft uns ein stabileres System, das genau dieselbe ökologisch destruktive Wirtschaft finanziert, die es jetzt tut? Unser System ist ja nicht nur gefährlich, wenn es zusammenbricht, sondern auch, wenn es scheinbar rund funktioniert, weil es die falschen Leute finanziert. Und damit sind wir auch bei der ökologischen Frage gleich, ne? Also das Geld in die ökologischen richtigen Projekte zu kanalisieren und nicht in die fossilen, ist, glaube ich, entscheidend dabei. Ja, dann Ihnen hat die ökologische Dimension jetzt bei der Diskussion gefehlt. Ich glaube, dass man sozusagen auf zwei Schienen da denken muss. Die eine ist, dass tatsächlich man das, was innerhalb des Systems möglich ist, machen muss. Möglichst viel Fossile im Boden halten und möglichst viel Erneuerbare, dezentrale Erneuerbare fördern. Und die größere Frage ist natürlich, wie man die Überproduktion an Gütern hier aus der Welt bekommt. Das ist die viel schwierigere Frage. Und da sind eben Initiativen ganz wichtig, die uns zum Beispiel vom Autoverkehr wegbringen, der für die steigenden Emissionen in Deutschland und für Flächenversiegelung und Feinstaub und tausend andere ökologische Probleme verantwortlich ist. Wie kommen wir von dem Flugverkehr runter? Da gibt es ganz konkrete politische Vorschläge. Man könnte zum Beispiel sagen, die Deutsche Bahn wird wieder vernünftig aufgebaut. Die haben ja die Hälfte ihrer Mitarbeiter rausgeworfen und einen inzwischen sehr bedenklichen technischen Zustand von diesem ganzen Laden. Die muss mit öffentlichen Investitionen wieder auf Vordermann gebracht werden. Und dann streicht man eben alle Flüge in Europa unter 800 oder 1000 Kilometer. Das kann man machen, das braucht man nicht. Ne? Das Kerosin besteuern, die Flughäfen müssen die Fluggesellschaften selber bezahlen, dann ist es mit der Billigfliegerei ganz schnell vorbei. Ne? Und den Verkehrssektor kann man auch umbauen. Aber das ist in Deutschland natürlich der härteste Punkt, die Autoindustrie. Ne? Das ist wirklich ein extrem schwieriges, weil die Leute auch das identifizieren. Arbeitsplätze in der Autobranche sind komischerweise auch viel mehr wert als Arbeitsplätze in anderen Branchen. Zum Beispiel über das Kaputtgehen der deutschen Solarindustrie wurde gar nicht lamentiert. Es sind viele tausend Arbeitsplätze kaputt gegangen, waren eigentlich nie ein Thema. Das heißt, man muss, auch wenn man darüber diskutiert, glaube ich, erstmal eine Diskussionskultur entwickeln, wo man sagt, ja, warum ist der Arbeitsplatz in der Autoindustrie so viel wichtiger als der Arbeitsplatz in anderen Branchen? Man könnte ja auch, wenn man die großen Vermögen besteuert, könnte man Millionen von Arbeitsplätzen in vernünftigen Bildungsinstitutionen, in der Gesundheitsversorgung und so weiter gebrauchen. Leute werden ja dringend gebraucht. Ne? Warum sind das keine Arbeitsplätze, die wichtig sind? Warum ist diese Option politisch nie im Gespräch? Da Arbeitsplätze zu schaffen, wo sie Nutzen stiften, statt Schaden anrichten, wie in der Autoindustrie. Ne? Also braucht man eine Diskussion über den gesellschaftlichen Sinn von Arbeit. Hängt da nicht auch die Erdölindustrie dran, weil die natürlich auch Sprit verkaufen wollen und so? Also das ist ja ein riesiger Komplex, der da dran hängt. Das ist ein großer Komplex, ja. Haben wir neue Wortmeldungen? Ja. Ich hatte aber noch was. Fassungslose Einkommen. So, ja. Okay. Ja, ja. Genau, also das ist ein vollkommen richtiger Punkt. Wie wird Leistung überhaupt definiert? Ne? Unsere Leistungsträger heißt es ja so oft. Was leisten denn irgendwelche, zum Beispiel der VW-Vorstand, ne? Der für diese ganze Skandale verantwortlich ist? Sind das Leistungsträger? Womit verdient die das eigentlich? Ist eine Kindergärtnerin oder ein Kindergärtner kein Leistungsträger? Kümmert sich um unsere Kinder, um die Zukunft, um wie die aufwachsen. Das sind doch die entscheidendsten Dinge, die man überhaupt tun kann, wie man mit unseren Kindern umgeht. Und deswegen bin ich da vollkommen bei Ihnen, dass man da drüber sprechen muss. Und hinzu kommt natürlich die ganze Diskussion, dass wir ja eben keinen Markt haben, sondern wir subventionieren die Falschen. Also da, finde ich, ist ganz viel Entmythologisierung geboten. Ne? Sehr richtig. Vielleicht kurze Anmerkung von mir, die Kapitaleinkommen selber, finde ich, muss man in dem Zusammenhang auch als leistungslose Einnahmen betrachten. Also nicht bloß leistet der Manager so viel mehr als die Krankenschwester, sondern es gibt ja viele Leute, die haben einfach 100 Mietwohnungen, die vermieten sie, oder sie haben, also tun nur Coupons schneiden praktisch, das ist also echt Nullleistung. Ja, das ist Teil der Tributökonomie, die leistungslosen Einkommen aus Eigentum, ne? Renten nennt man das auch. Gut, aber ja, also ich bin von der GWÜ Bayern und ein Gedanke finde ich total gut, und zwar die GWÜ heißt Gemeinwohlökonomie Bayern, ja. Die wir in Europa Mann vertan
Und was absolut wichtig ist, meiner Meinung nach, ist eben, dass es gibt ja viele Organisationen, es gibt auch viele gute Leute. Es gibt Sie, es gibt den Nikotech, es gibt die ATTAC, es gibt GWÖ. Ich bin einfach der Meinung, diese Leute müssen genau das machen, was eben der Mann da angesprochen hat, sich wirklich mal zusammentun und einfach auch mal dieses Thema, gerade das nächste Thema, die nächste Krise kommt hundertprozentig, eben einfach mal einen Masterplan zu entwickeln, wie verhalten wir uns. Weil unser Problem ist ja auch, wir sind alle sehr bequem, also wir gehen vielleicht mal auf irgendwelche Demos oder irgendwas, wir gehen auch zu solchen Veranstaltungen wie heute Abend, aber ich frage, wenn ich zum Beispiel in die Schulen gehe, die Kinder immer, macht doch mal einen Zettel mit 10 Punkten und schreibt mal auf was könnt ihr verzichten? Und Connor kommt auf 3. Und das ist der Punkt, also an dem müssen wir anfangen. Ja? Also für mich passt es, wir müssen auch wirklich auf Dinge verzichten. Auch die Kinder müssen auf Dinge verzichten. Und wir haben jetzt 30 Jahre lang, oder unsere Generation hat alles gehabt. Und auch jetzt wird es auf jeden Fall schlechter werden. Das sagen ja meine Kinder immer. Aber meine Kinder sagen zu Recht, ja, was willst du eigentlich? Als du so alt warst wie wir, hast du genauso wie wir. Und da ist natürlich auch, wie war das, lange Zeit, man muss auch diese Leute ins Boot ziehen. Und da denke ich mir, da ist so eine Initiative von diesen ganzen Leuten, die ist total wichtig, die hat viel mehr Zirn als irgendwelche einzelnen Dinge, als das, was wir jetzt hier machen. Also was wir machen, ist wichtig, aber es müssen einfach viele Leute, wie ATTAC, GWW, die ganzen Leute müssen zusammenarbeiten. Und dann, glaube ich, können wir auch hier in Deutschland, auch in Bayern, was zusammen, wo die Leute auf die Straße gehen, weil nur das wird etwas nützen, dass viele Leute wirklich an einem Strang ziehen. Weil es gibt viele Initiativen, ja, gar kein Thema. Aber es sind eben viele Einzelne, die sind auch gut, aber die Masse macht es aus. Ja. Eine Hand. Mikrofon, ich glaube, Sie wollten etwas sagen. Ja, also da anknüpfen kann man natürlich die TTIP-Allianz von Berlin 2015, weil da waren also nicht nur ökologische Verbände, sondern Gewerkschaften, Juristenverbände. Das ist, denke ich, eine sehr, sehr wertvolle Allianz. Und die ganzen, wir haben Saatbündnisse mit Bund Naturschutz, BUND, aber eben auch viele mehr. Und die finde ich super, sollte man vielleicht Arbeitsgruppe bilden, wenn die nächste totale Crash-Situation eintritt, dass sich da die Aufgeschlauten im Bereich Wirtschaft, Banken, Finanzen, VWL, BWL, aber eben auch die mit Visionen mal darauf vorbereiten. Masterplan klingt ja ganz toll. Also das möchte ich unterstützen, dann wollte ich vor allem was sagen zum Überwachungskapitalismus, das natürlich ein Riesending ist, aber durchaus in den Mainstream-Medien gewesen, also Begriff Susanna Zuboff und so. Ich möchte hinweisen auf einen weniger bekannten Mann, nämlich das Smart City zu analysieren von Peter Hensinger, finde ich sehr, sehr wertvoll anzuschauen, weil da steht einiges zu Postdemokratie drin. Da müssen wir echt aufpassen und vielleicht, ich sehe es immer so, Megamaschine ist toller Begriff, also die ist ja heute in der Hosentasche. Also die Megamaschine des totalen Kapitalismus inklusive Überwachung ist ja das Smartphone. Und da geht es natürlich mit den Kindern los, die wachsen ganz anders auf. Das waren jetzt meine Bemerkungen. Meine Frage ist an den Journalisten. So, ich benutze den Begriff Verschwörungstheorie von Paul Schreier, der erläutert das ja ganz gut als Recherchehypothese. Meine Frage an Sie jetzt. Ist die Vergangenheit, wo man so in der Historie von der Megamaschine sieht, wo so tatsächlich so Verschwörungen waren, so Madison wurde genannt und so die US-Geschichte, wo man die, ja, die PR-Industrie erfunden hat, um die Massen da selektiv zu informieren, ist heute tatsächlich noch so Bilderberg-Konferenz als Stichwort oder eben andere Think-Tanks, gibt es tatsächlich viele Menschen, die so Verschwörungspraxis betreiben, oder, das ist die Alternative, läuft das System auf Autopilot? Dass gar nicht so viele böse Menschen irgendwo so Zirkel bilden und uns auspressen und in die eigene Tasche wirtschaften, dann davon hing nämlich auch ab, woran man sich kämpferisch wendet. An die Autopiloten oder an die Piloten? Okay. Das waren sehr viele Fragen. Erstmal zur Frage Verzicht. Ich bin kein so Freund. Also ich denke, dass wir weniger konsumieren und viel weniger produzieren müssen. Aber ich würde das nicht als eine Verzichtdebatte rahmen, sondern als eine Vision von einem anderen Leben und einer anderen Wirtschaftsweise, die eben auch Vorteile bietet. Das
heißt, das, was man nicht mehr hat, muss man, glaube ich, verbinden mit dem, was man stattdessen dann hat. Ja, ne? Zeitwohlstand und lebenswertere Städte und vieles mehr. Also das, glaube ich, ist zu verbinden, ist eine viel bessere Chance, Leute mit ins Boot zu kommen. Und da bin ich ganz bei ihm. Das ist ganz entscheidend, dass man sich verbindet, milieuübergreifend arbeitet, eben über Milieus hinweg geht, also nicht immer nur in den eigenen Kreisen, Akademiker oder was auch immer bleibt, sondern die Bewegungen, die wirklich stark geworden sind in Deutschland, zum Beispiel die Anti-Atom-Bewegung, war auch dadurch stark, dass sie über Milieugrenzen hinweggegangen ist. Ne? Bauern und Studis und so weiter. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, sich gemeinsame einzelne Projekte rauszusuchen. Man merkt das ja an unserer Diskussion heute, es sind sehr viele, viele Aspekte. Ne? Aber so einen Aspekt sich rauszusuchen und zu sagen, was ist mit der nächsten Finanzkrise? Bündnisse schmieden von Leuten, die sich da zusammentun aus dem ökologischen, sozialen Bereich und auch aus der Friedensbewegung. Ne? Da geht es ja letztlich dann auch darum, wo das Geld in die Waffen geht. Und also da ein paar Projekte oder vielleicht erstmal ein Projekt zu definieren, wo man solche Bündnisse auf den Weg bringen kann, das scheint mir ganz entscheidend zu sein. Überwachungskapitalismus hatte ich ja schon ein bisschen angerissen, wie diese Mischung aus privaten Konzernen, die über unsere Daten verfügen und Nachrichtenagenturen tatsächlich auf beängstigende Weise das schaffen. Und das Beispiel Brasilien ist auch da wieder, ja, hat mir auch sehr zu denken gegeben. Ne? Bolsonaro ist auch damit an die Macht gekommen, dass Millionen von Fake News über WhatsApp an alle möglichen Leute gesendet wurden. Und ich vermute, dass das so gelaufen ist, dass eben eine ganze Reihe, die haben ja sehr viel Geld in der Kampagne, dann setzt du Leute rein, die Daten auf dem globalen Datenmarkt kaufen und dann kannst du Leute ganz gezielt targeten. Das heißt, du weißt, diese Leute springen vielleicht darauf an, wenn du behauptest, der Gegenkandidat wird in Ferrari fahren oder sowas. Ne? Und so werden Leute in ihrer eigenen Bubble dann mit Fake News bombardiert und WhatsApp hat es einfach laufen lassen. Ne? Und ich finde, wenn man sich das anguckt, dann kann man sich ja fast in die Welt von RTL 2 und Bertelsmann zurücksehen. Ne? Das ist ja fast eine romantische Vergangenheit, wo diese Konzernmedien uns den Kopf gewaschen haben. Ne? Weil da sehen wenigstens alle dasselbe, wenn sie denselben Mist irgendwie in RTL sehen und können sich noch darüber unterhalten. Aber das Problem bei diesen ganzen Smart Media ist, dass die Leute nur noch ihr eigenes Handy sehen und gar nicht das mehr vergleichen und gar nicht mehr diskutieren, was hast du denn für eine Information und so. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, was mit Öffentlichkeit zu tun hat und mit der Überprüfung von Fakten und vielen Dingen mehr. Das ist also wirklich ein Aspekt, der schwierig ist. Möchte ich mal vertiefen noch sagen, weil du vorhin auch gesagt hast, es braucht dann doch die konkreten Menschen oder die Öffentlichkeit. Also ich habe heute einen Beitrag gelesen, dass diese MeToo-Kampagne, die ja sehr stark auf diese sozialen Medien zurückgeht, erst an Tiefe gewonnen hat, dann wieder durch normale Zeitungen und öffentliche Diskurse. Also dass es schon ein Medium sein kann, also Twitter, was weiß ich, schnell zu mobilisieren oder was zu verbreiten oder auch eine Kampagne, es gibt ja jetzt auch diese Kampagne Me unten oder so ähnlich, also die dann parallel das macht. Und das, wenn es einen Transfer gibt in die öffentliche Diskussion, dann kann es durchaus an Tiefe gewinnen. Mhm. Ja, finde ich auch. Es gab noch einen Punkt zum Thema Verschwörung versus Autopilot. Ne? Das ist natürlich in gewisser Weise immer beides. Es gibt Leute in dem System, die verfolgen ihre Interessen und tun das auch, indem sie sich absprechen. Das ist ja ganz normal, egal ob es dabei um Kaffeepreise geht oder darum, wie man eine Regierung stürzt, die man gerne loswerden will. Das passiert ständig und es passiert heute genauso, wie es vor 500 Jahren passiert ist. Aber man muss, glaube ich, dürfte nicht in den Irrtum verfallen, dass das ganze System eine einzige Verschwörung ist. Denn es gibt systemische Zwänge. Und in denen sind auch die Leute drin, die vielleicht eigentlich was anderes wollen. Also ein Konzern zum Beispiel, eine Aktiengesellschaft, ist eine institutionalisierte Maschine der Geldvermehrung. Was der Typ an der Spitze dieses Konzerns nun selber will, spielt erst in dritter Instanz eine Rolle. Ne? Deine einzige Aufgabe ist die Bottomline, das Quartalsergebnis. Und da kommt er nicht raus. Und dann kann er sich natürlich absprechen mit anderen, das passiert ja auch ständig. Ne? Aber es gibt institutionalisierte Zwänge, denen alle unterworfen sind. Und die einen haben natürlich mehr Macht, das System zu ihren Gunsten zu beeinflussen und versuchen, dass die anderen weniger machen. Hast du alle Fragen? Ja, oder? Habe ich was vergessen? Okay.
Ich würde sagen, wir machen jetzt auch so eine Schlussrunde, wo alle, die noch nicht zu Wort gekommen sind, nochmal zu Wort kommen. Vielleicht auch mit Ihren und euren Ideen, wo ihr ansetzt. Und dann nochmal ein Schlusswort von Fabian. Zur Erinnerung, wenn ihr rausgeht, da vorne steht eine Spendenbüchse. Also wir haben auch gewisse Unkosten für eine Raummiete und so. Also wir würden uns freuen, wenn am Schluss ein bisschen was drin ist in der Spendenbüchse. Das kann klimpern oder auch nur knistern. Und da freuen wir uns drüber. So. Wenn ich mich recht erinnere, war auf der ersten Folie eine Unterüberschrift: Zeitalter der Revolutionen. Jetzt ist von Ihnen relativ wenig über Revolutionen gekommen und ich glaube, das ist das Dilemma, in dem wir stecken, dass wir eigentlich keine Vorstellung haben, wie wir diese Verhältnisse verändern können. Da gehe ich auch nur mehr auf Folie. Sie haben diese drei Säulen, die einander sich bedingen. Kapitalistische Produktionsweise, der Staat und Ideologie, die zusammenspielen, um diese Machtapparat am Laufen zu halten. Und das heißt, die arbeiten ja zusammen, die bedingen sich einander. Wenn ich aber jetzt Ihre Schlussfolgerungen höre, dann setzen Sie eigentlich darauf, dass Sie den Staatsapparat hernehmen können, um die Produktionsweise zu verändern. Andererseits sagen Sie, Ausgangspunkt war, die Staatsmacht war erforderlich, dass überhaupt diese Produktionsweise gekommen ist. Also ich finde, das ist das Dilemma, in dem wir gegenwärtig drinstecken, nachdem der Revolutionstypus des 20. Jahrhunderts gescheitert ist, nämlich genau diese politische Macht zu erobern und dann die zu nutzen, um die Gesellschaft zu verändern. Das ist gescheitert. Jetzt stehen wir eigentlich da und wissen gar nicht, wie es gehen soll, sondern haben nur tolle Vorstellungen von einer schönen Welt, aber null Ahnung, wie wir hinkommen können. War noch jemand nicht dran? Ja, sonst nehmen wir auch jemanden. Ich hätte einen Vorschlag, und zwar für die nächste Bankenkrise. Dass ein Punkt, das viele Menschen in Europa geärgert hat, ist, dass sich die führenden Kräfte in den Banken weiter unambitioniert weiter bezahlt haben, auch belohnt haben, und nicht in die Verantwortung gezogen worden sind. Und ich glaube, dieser Punkt würde viele Menschen binden, die dann eben auch mit der nächsten Krise, würden sie dann, was wir verpasst haben, nämlich, dass die Politiker oder die Macht haben, diesen Punkt nicht vergessen. Man muss diese führenden Kräfte bestrafen, in die Verantwortung vollkommen hineinziehen, nicht wir, die unschuldig sind, und dass sie dann nicht nur ihre Gage verlieren, sondern dass sie dann eben die Strafe dafür tragen. Gefängnis und so weiter und so weiter, weil das sind Kriminelle, das wissen wir. Und die Bevölkerung ist sehr, sehr geärgert darüber. Wir haben es in den Zeitungen gelesen, wir haben immer wieder zugeschaut, wie sie sich weiter bereichern. Und lachen. Ich bin aus Spanien und wir haben Bankierchef ist im Gefängnis momentan und lauter so Sachen. Aber sie werden nicht gezwungen, das Geld zurückzubezahlen, was sie verspielt haben durch ihre Inkompetenz. Und ich denke, dieser Punkt, dass gerade diese Leute bestraft werden und in die Verantwortung gezogen werden, das dürfen wir nicht vergessen, weil das gehört dazu. Wir sind sehr, sehr ohnmächtig und wir können nicht viel bewirken. Aber unsere Steuergelder, damit sie sich weiter bereichern, ist doch sehr schandhaft, finde ich. Das ist mein Vorschlag, dass wir das nicht vergessen. Okay. Ich wollte kurz noch erinnern, dass da hinten einige Bücher von Fabian liegen zum Verkauf. Ja, in dem Zusammenhang wollte ich jetzt nochmal erinnern an dieses Island-Beispiel, habe ich vorhin schon mal gesagt, da sind auch Banker bestraft und die sind auch ins Gefängnis gekommen und Banken sind auch fallen gelassen worden und nur die ganz paar sind gerettet worden, die dann aber auch für die Gesellschaft anders gewirtschaftet haben. Genau, ansonsten möchte ich darauf hinweisen, dass wir am
Anfang Februar eine Winterschule haben zu dem Thema sozialökologischer Umbau und ihr seid alle eingeladen, weiter mit zu diskutieren. Nämlich als erstes, glaube ich, müssen wir uns organisieren. Unsere ganze Gesellschaft ist auf Vereinzelung ausgerichtet. Die Gewerkschaften haben massiv verloren. Also alle Organisationen sind schrumpfen eigentlich. Und ich möchte alle ermuntern, zu Attac zu kommen oder von mir aus auch in die Linkspartei einzutreten, in die Gewerkschaft einzutreten. Leute, wir müssen alle zusammenhalten, wir müssen uns organisieren, gemeinsam tätig werden, weil sonst rollt alles über uns hinweg. Ja, mein Appell. Winterschule ist am 7. und 8. Februar hier im Anne-Geldhaus. Das war ein schönes Schlusswort. Ja. Ja, jetzt könnte ich, wenn ich würde sagen, jetzt hat Fabian noch mal das revolutionäre Schlusswort. Ich wollte dir ganz, ganz kurz was sagen. Einen Satz darf der Herr noch mal sagen. Ja, dieses schöne Bild, das erste war mit der Dreiteilung. Das soll ich mal projizieren, weil das ist sehr friedlich. Ja, das mache ich sofort. Also vielen Dank, ich fand es eine ganz tolle Diskussion. Wir können auch nachher noch ein bisschen weiter diskutieren im informellen, bilateralen oder multilateralen Modus. Bilateralen. Modus, genau. Ja, ja, ich mach's gleich. Ich wollte nur kurz noch was sagen zu den Webseiten, die aber trotzdem hier verschwunden sind. Naja, egal. Also es gibt zwei Webseiten, megamaschine.org, da gibt es alle möglichen Arten von Videos und Texten, und dann gibt es Megamaschine kontext-tv.de. Steht auch unten, also ganz klein. Genau, steht das steht es unten. Megamaschine.org steht unten. Es gibt vom kontext.tv hinten auch Flyer, die kann man sich mitnehmen. Alle unsere Sendungen sind Open Source, also als Creative Commons in Netz. Und es gibt auch noch eine Mailingliste, wer also alle maximal ein bis zwei Monate über neue Veröffentlichungen, Videos und so weiter informiert werden will, kann sich da einfach eintragen. Also vielen Dank für die tolle Diskussion, vielen Dank Renate, vielen Dank für Attac München. Und am 10. Dezember war die Möglichkeit, diese Veranstaltung nachzuhören um 17 Uhr bei Radio Dora. Finden Sie die Bücher, die Spenddose und vielen Dank, ich fand es auch toll und lebendig. Danke, Fabian Scheidler. Applaus